Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Eine Menge. Es war eine wunderschöne Woche. Ihr wisst, ich hatte Besuch. Wir hatten super viel Spaß. War super gut. Ja. Wir haben nicht viel Rainer-Content gemacht. Haben einfach eine Woche Urlaub genommen von unserem Raini. Dachten wir. Das hat wohl nicht so geklappt. Bei YouTube ist er raus. Bei Twitch wurde er auch gegangen. Auf Juno ist er sowieso noch. Also ich mach mal hier Ding. Auf Juno darf er auch nicht mehr zurück. Es wird langsam eng. Ich habe schon gesehen, er möchte gerne bei Netflix hochladen. Ah, so schön. Ja, er hat einen Stream gemacht. Er macht jetzt gerade, wo ich hier den Streamende kommentieren will, macht er auch einen Streamende, allerdings hier seinen Gaming-Schrott. Und da bin ich nicht so. Ne? Da sehe ich mich nicht so drin. Ist halt super langweilig. Ja. Ich habe dieses Video nur stückweise gesehen, also weiß nicht, so immer mal so 3 Minuten, 4 Minuten. Und dann wieder 10 Minuten nix. Oder Viertelstunde nix. Aber mir ist nicht alles unbekannt. Ich weiß, dass er ein wenig mad wurde in dem Video hier, in dem Streamende. Die ersten 10 Minuten haben leider bei einem meiner Lieblings-Creator auf YouTube, der liebe Inge, hat ein wenig Probleme mit TikTok. Ich kann es nachvollziehen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ja, der Ehrenbruder, der fuchst sich da rein. Ich habe die ersten 9 Minuten also übersprungen, weil es ist wirklich, er hat fast nichts gesagt, was von Bedeutung ist. Und da war halt dieses Problem mit YouTube. Danach geht es eigentlich besser. Gut. Ich würde sagen, let's go rein. Ich bin gespannt, was er alles zu sagen hat. Ich habe nur gehört, dass es Matt gab. Ja, das, und da freue ich mich drauf. Da bin ich ein bisschen gespannt. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gehört, der liebe Wongel ist wieder da. Unser Synchron-Wongel. Der wird natürlich in die Videobeschreibung gepackt, wenn ich dran denke. Also ich hoffe, ich denke dran. Der ist super witzig. Also wirklich ohne Spaß. Da bitte mal vorbeigehen, Abo nachschmeißen. Und schaut euch mal den Content an. Also der ist richtig witzig. Das ist unsere Empfehlung meinerseits. Inge, also Anti-Mobbing, ist natürlich auch in der Videobeschreibung, selbstverständlich. Genau wie viele andere geile Kaspar. Zum Beispiel die paar Dullis, die hier waren jetzt letzte Woche. Und die Rocksau Fuddel. Aber auch viele andere, viele andere. Furchi ist auch wieder da. Da könnt ihr auch mal Liebe dalassen und so. Gut, Leute. Genug gequatscht. Ich würde sagen, rein in den Raini. Ups. Meine Festplatte ist ein bisschen langsam. Also meine. Ach, Raini, wenn es doch nur die Festplatte wäre. Mobile Festplatte. Ich habe eine mobile Festplatte angeschlossen. Zusätzlich zu der normalen Festplatte. Ihr seht übrigens, die ist gerade mit dem Headset verbunden anscheinend. So, Logo. Ach, wartet. Das ist aber ganz anders gespeichert, ne? Das ist ja hier drinnen gespeichert. So. Effekte. Logo. Nee, das geht schon mal nicht. Okay. Ich kann ja hier so Bilder einblenden, ne? Ich habe uns näher rangezoomt. Ich habe den Chat, lasse ich weg. Wie gesagt, ich habe den Stream nicht gesehen. Und weiß nicht, ob da irgendwelche Zeichen benutzt wurden, sag ich mal, die eigentlich nicht hier auf YouTube gehören. Deswegen habe ich den Chat mal hier rausgemacht. Zum Beispiel hier meinen alten Freund, den Frosch. Ah, Frosch, ja, es war damals schon nicht witzig und es wird auch nicht besser. Der Frosch. War ja sogar. Nee, das war damals auf. Jedenfalls. Junge, wie mir dieses Gebimmel auf den Sack, jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so hardcore, penetrant, ekelhaft. Blablabla. Kann ich ja so Bilder einblenden und ich habe mir gedacht, ich mache mir eine Tabelle. Das würde ich morgen anfangen, also Sonntag, dann wird es immer eine Woche laufen.
weil ich habe jetzt heute noch nicht, habe mich heute noch nicht gewogen, aber ich habe jetzt eine Waage hier, die steht auch hier. Und dann würde ich quasi jeden, wo er die wohl her hat, Tag mich wiegen, das eintragen und euch tagtäglich eine Zusammenfassung davon geben. Wenn ihr Postboten seid und in diesem Landkreis arbeitet und ihr seht dieses Video und ihr habt in den letzten paar Tagen eine Schwerlastwaage ausgeliefert, lasst es mich doch bitte kurz wissen. Dankeschön. Und tagtäglich eine und dann einmal die Woche ein komplettes Wochenupdate, wo man dann alles nochmal runter zusammenlegt. Ich sehe schon, die Ersten wollen schon wissen, was ich wiege. Sagen wir doch einfach viel. Wie viel wiegen Sie? Ja. Also. Ich sehe sehr viel Chat hier. Es ist, glaube ich, nicht eine freundliche Nachricht bis jetzt dabei gewesen. Warum ich jetzt aufs Handy schaue, ich habe auf dem Handy eine App und da habe ich es eingetragen vor ein paar Lieferando Tagen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt die letzten Tage noch nicht gewogen. Gestern habe ich mich das erste Mal seit langem wieder gewogen. Man muss dazu sagen, ich hatte vor etwa einem halben Jahr hatte ich 185 Kilo. Pro Bein. Lulz, Spaß. So. Und ich bin dann auf ungefähr 170 Runde. Er hat sich nicht mehr gewogen. Er hatte keine Waage. Er brauchte eine Schwerlastwaage. Also ratet er jetzt einfach Zahlen. Er ratet einfach Zahlen. Er hatte damals in der Schanze, hat er uns ja erzählt. Das ist jetzt nicht von mir erfunden oder so. Er hat uns ja damals erzählt, dass er keine Waage hat. Weil er sich nicht wiegen kann. Weil die Wagen ihn halt nicht messen können. Er ist halt ein ganz besonderer Mensch. Und jetzt will er mir erzählen, dass er eine Waage im Ranger hatte? Die hebt gleich wieder ab. Und weil ich mich jetzt wieder komplett verstecke aktuell und nicht raus kann, ich kann jetzt noch weniger raus als vorher. Würde ich dir raten, Rainer, bleib dabei. Bleib einfach dabei. Du kannst aber innen drin auch Sport machen. Ja? Du musst nicht laufen. Und damals, als du laufen konntest, hast du es nicht getan. Also erzähl nichts. Ne? Aufgrund der Hater bin ich jetzt... Reini, warum kannst du denn aufgrund von Wolde Hates, warum kannst du denn nicht drinnen auf so ein Trimrad steigen? Verstehe ich nicht. Es ist immer, immer wer anders schuld, ey. Ja. Noch mehr eingesperrt als vorher. Und jetzt aktuell, das ist echt ein hartes Ding, wenn ich euch das jetzt erzähle. Aktuell wiege ich 217,9. Das glaube ich ihm sogar fast. Doch, das... So knapp 220, doch, kommt hin. Das ist mein aktuelles Gewicht. Ich könnte euch jetzt die App zeigen. Mache ich aber nicht. Reini, du hast doch selbst in die App eingetragen. Ob du uns das jetzt zeigst, was du da reingetippt hast, oder uns das sagst, es muss ja beides nicht stimmen. Also mein aktuelles Gewicht 217,9. Das war von gestern. Ich habe mich heute noch nicht gewogen, aber jetzt um die Uhr... Nein, du wirst sowieso nicht viel abgenommen haben in einem Tag. Uhrzeit brauche ich mich auch nicht wiegen. Danke für die Unterstützung. Und Wie beiläufig er das einfach sagt. Danke für die Unterstützung. Und es geht weiter. Ich meine, klar, es sind nur Centbeträge. Es sind... Er hat jetzt nach 12 Minuten Stream 11,50 Euro eingenommen. Übrigens, Ehre geht raus an Inge, dass er das so angepasst hat, dass man auch diese ganz kleinen Beträge sieht. Ja, ich finde es super. Könnte man echt ein bisschen Liebe lassen, wenn ihr das nächste Mal in deinem Chat seid. Er hat es verdient. Also, alle. Ich führe jetzt seit ungefähr grob geschätzt einer Woche führe ich jetzt so eine Diät mit. Grob geschätzt eine Woche. Junge. Diesen Dingern hier. Und 217, nicht 270.
Und es schreibt jetzt hier gerade jemand ordentlich Wasser in den Beinen. Das ist richtig. Ja, so viel Wasser in den Beinen, wird Nestle neidisch. Ja, Nestle hat schon in Inemskirchen angefragt, ob sie bitte die Schürfrechte an Rainers Beinen dort kaufen dürfen. Also ich denke, dass ein Teil des Gewichts auf jeden Fall auf das Wasser zurückzuführen ist. Aufgrund meines Bewegungsmangels habe ich momentan. Rainer, hast du gesehen, dass du mehrere Hinterteile hast? Ich frage für einen Freund. Joke. Dann Wasser in den Beinen, das ist richtig. Aufgrund dessen ist es dafür definitiv darauf zurückzuführen. Und ich habe übrigens. Und ich gucke wirklich nebenbei nicht auf sein Gesicht, sondern lese so ein bisschen den Chat, wie er da durchfliegt. Es ist von, warum streamst du nicht auf Twitch? Weil natürlich jeder weiß, dass er da gemeldet wurde. Zu, wie geht's Marion? Einfach nur besiegt und so weiter. Es ist nicht eine freundliche Nachricht dabei. Ist auch Mods, die könnten hier auch ein bisschen mitarbeiten, wenn sie möchten. Oh, da merkt das. Ich habe übrigens Mod, die können ja mal arbeiten. Junge. Wie man das von Leuten verlangen, es ist einfach, nee. Das finde ich, nee, finde ich nicht schön. Ich bin super froh, ich bin super zufrieden, super, super froh, dass ich so gute Mods habe. Ne, wenn ich so Annika und so weiter, ey, ohne die wäre das meist gar nicht möglich, vernünftig zu streamen. Aber ich würde niemals sagen, jetzt macht mal euren Job. So, wenn die gerade nicht wollen oder gerade nicht können, dann habe ich halt Pech gehabt. Und deswegen habe ich gerade irgendwie. Okay, hier hat jemand gerade geschrieben. Da hat jemand zum Beispiel geschrieben, Lord Korea, Grüße Rita aus Weiden, du Wasserbüffel, das schreiben die Leute da gerade rein. Ich bin übrigens nicht dieser Meinung. Und ich lese gerade noch andere Sachen hier, die ich lieber nicht vorlesen möchte. Ihr könnt das aber beim Inge mal nachschauen. Und einfach, ihr könnt ihn mehr so im Hintergrund hören und dann lest ihr euch einfach ein bisschen den Chat durch. So. Das macht schon Spaß, muss ich zugeben. Hier hat gerade jemand geschrieben, das schaffst du mit einem Ausrufezeichen und was ist dein Ziel? Ich gucke gerade nach und ich sehe diese Nachricht nicht. Ich sehe diese Nachricht wirklich nicht. Ihr merkt vielleicht, dass ich ein bisschen weniger rede und ein bisschen weniger aufgedreht bin. Ich bin wirklich, Entschuldigung, ich bin wirklich aufgeregt, aber meine Stimme ist halt auch ziemlich hinüber. War eine harte Woche, muss ich euch sagen. Eine schöne, aber eine harte Woche. Gewicht. Kann ich? Kann ich nicht. Wieso kann ich das nicht? Ja, du kannst so viele Sachen nicht und fragst nicht nach. Das nicht. Es geht vermutlich nicht im Ding. Hier gerade den Mod verteilen, aber das geht anscheinend nicht über die App, wie es aussieht. Richtiger Profi-Jotocker, ne? Ich weiß, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange das er jetzt da einfach hinguckt. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen vorspulen. Immer mal schauen. Geht leider gerade nicht über die App. Sorry. Egal. Also, im Prinzip ist es so, dass es, also mein Zielgewicht aktuell sind etwa 150 Kilo. So. Reini, auch das ist noch viel zu viel. Wir wissen beide, dass du keine 1,90 bist. Kannst du mir das ruhig sagen? Kannst du ruhig zugeben? Das bleibt unter uns. Naja, es guckt ja keiner hier. Das bleibt wirklich unter uns. Wir wissen beide, dass du keine 1,90 bist. Wir wissen alle, dass Roxau sehr klein ist. Und wir haben gesehen, als Roxau vor dir stand, warst du nicht mal einen halben Kopf größer. Du bist, wenn es hochkommt, 1,80. 1,82 vielleicht.
aber du kratzt nicht mal in die Nähe von 1,90. Mein optimales Zielgewicht, also mein... Und mit knapp 1,80, Reini, wäre das Optimalgewicht ja knapp die Hälfte. Bisschen mehr. 80 Kilo, bisschen weniger als die Hälfte. 80, Reini, nicht 150. Wenn ich es 150, da könntest du fast dreimal Furchi reinstecken. Und das hält er für sein Idealgewicht. Kannst du dir nicht ausdenken. Das Gewicht, was ich erreichen kann, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall 150. Das kannst du erreichen. Das könnte jemand anders, der jetzt 200 Kilo wiegen würde, der könnte das erreichen. Bei Reini bin ich mir nicht sicher. Ich tendiere eher zu nein. Und zwar, weil er einfach nicht der Fleißigste ist. Ne? Und wenn es nicht funktioniert, sagt er einfach, ja, die Hater sind schuld. Moin. So war gar nicht meine Schuld. Bin ja nicht ich. Ne? So ist es einfach. Also, wir haben es ja alle gemerkt. Wir haben es ja einfach gesehen. Egal, was war. Ja, wegen den Hatern bin ich dick. Wegen den Hatern kann ich mir keine Schuhe mehr zumachen. Ist ja alles, er ist nie an irgendwas schuld. Das Zielgewicht, was ich gerne hätte, wäre 110 bis 120. Da ich ungefähr 1,90, 1,96 groß bin. Nein, bist du nicht. Wäre das ein super Gewicht für mich. Wäre vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel, aber da ich sehr groß und kräftig gebaut bin, also auch breit. Nein, bist du nicht. Ja, wir haben Bilder von dir gesehen, wo du einfach aussiehst wie ein Schneemann, so vom Bauch her. Wir kennen auch dieses Bild, wo er noch lange Haare hat, wo er gerade von seinem Hof runtermettelt auf die Straße, wo er einfach dieser Ballbauch ist, wie bei Homer. Und ganz, ganz kleine Schultern. Er ist nicht breit gebaut. Von den Schultern her wäre, denke ich, 110, 120 ein optimales Gewicht für mich. Rainer, wenn du sagst 100, würde ich sagen, yo, mach mal. Leute, ihr wisst, letztes Mal, als er versucht hat abzunehmen, was ist passiert, es sind 30 Kilo draufgekommen und er hatte Angst, magersüchtig zu werden. Das war seine große Angst. Mit über 200 Kilo hat er Angst, magersüchtig zu sein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Nach den Biometriken her zumindest. Nach was? Oder Body Mass Index oder wie auch immer. Genau. Das wäre so das Optimale, was ich gerne erreichen würde. Dein BMI kann man wahrscheinlich sehr schlecht feststellen. Ne? Der würde jede Skala sprengen. Seien wir mal ganz ehrlich. Und das weiß er auch. Du kannst immer so eine Faustrechnung. 1,80 Meter, 80 Kilo. 1,90 Meter, 90 Kilo. So kannst du so eine kleine Faustformel. Trifft natürlich nicht für jeden zu. Ich sage, wenn du siehst, Schwarzenegger in seiner besten Zeit, der hatte natürlich auch viel mehr Gewicht, als er eigentlich haben sollte, aber natürlich an Muskelmasse. Oder guck den Kevin Wolter an. Ne, bei dem kann sowas nicht funktionieren. Breite Schultern. Ja, breite Schultern. Du hast mich im Real Life noch nicht gesehen. Reinhard, wir brauchen nicht im Real Life. Wir können Bilder sehen, das reicht. Das reicht einfach. Das wäre, als wenn, weiß ich nicht, wenn ich einen Film gesehen habe und der, dann sage ich immer, der ist kacke. Und dann sagt der Schauspieler, ja, aber du hast die Dreharbeiten nicht gesehen. Na und? Ich habe den Film gesehen. Ich bin so breit, ich passe ja teilweise nicht einmal hier. Das hier ist die Schulter. Reini, weil du erwängt zu viel Happy Happy machst. Ein ganzer Kerl, dank Happy Happy. Und das hier ist die Schulter. Ich passe nicht einmal ganz ins Bild. So. 1,96, da haben auch schon Hater drüber gelacht und als ich dann vor ihnen stand, haben sie so geschaut. Nein, Reini, haben sie nicht. Und übrigens sehe ich hier keinen Hals. Das möchte ich mal kurz erwähnt haben. Dankeschön. Oh. Noch keiner, noch keinem Hater ist das passiert. Keinem Wolder-Hate ist das passiert. Call ich einfach. Da ist nämlich, Kalli ist nicht da gewesen. Wo ist er? So. Jeder Spender wird geleakt, ne? Hast aber ganz schön was zu leaken. Außerdem zeigt das, was für ein asoziales Arschloch du bist. Nix für ungut. Nix für ungut, ne? Man kann mal jemanden als Ritalausgang bezeichnen und dann sagt man einfach nix für ungut, dann ist es nicht passiert.
Er will aber nicht provozieren. Sollte man dabei sagen. So, hört sich nach einem... Was? Hört sich nach einem guten... Was? Abgekreuzt. Den Chat leider zu spät gesehen. So, Twitch bin ich noch nicht besiegt. Das glauben viele Hater, weil ich das damals selber verbreitet habe. Das glauben... Ach, Reini. Ach, Reini. Entschuldigt, Leute. Tut mir leid. Ich habe vorhin bei Influencer, der kein Mensch mehr ist, Liebe und Ehre geht raus, habe ich, er hat ein kleines Video drauf, eine Minute, zu, nee, 50 Sekunden, glaube ich, 51 Sekunden oder so, der Moment, in dem Rainer mal wieder von Twitch gebannt wurde. Rainer hat das erste Mal auf Twitch die N-Bombe gedroppt. Dann wird wieder auf Lebenszeit gebannt. Und dann wurde er noch zweimal gebannt, weil er sich trotzdem wieder einen neuen Account gemacht hat. So. Was glaubt er passiert jetzt? Mit was hat er gerechnet? Viele Hater, dass ich auf Twitch dauerhaft gebannt bin. Das stimmt aber nicht. Ich bin auf Twitch nicht dauerhaft gebannt. War ich nie. Der Moment jetzt, wo man einfach zeigen könnte, wenn ich nicht so faul wäre, schaut einfach mal bei Influencer, der kein Mensch mehr ist. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ja, wenn er das Wissen jetzt wieder hätte, was dann später kommt. Es war ja auch so, dass er fest damit gerechnet hat, dass er seinen Kanal nicht verliert. Früher, wo er da gesessen hat und geheult hat immer, oh, ich verliere meinen Kanal, oh, ich verliere keinen Kanal. Und jedes Mal ist es wieder gut gegangen. Aber diesmal war er sich so sicher. Diesmal war er sich einfach so sicher, das geht wieder gut. Boing. Ich habe das damals verbreitet, weil mich die Leute immer genervt haben. Geh auf Twitch, geh auf Twitch. Deswegen habe ich das verbreitet, damit sie mich in Ruhe lassen. Da ich... Wie er den Leuten einfach frech ins Gesicht lügt. Er lügt den Leuten frech ins Gesicht, ohne rot zu werden. Bruder, das kannst du ja. Der denkt wirklich, er ist auf TikTok jetzt und hat, der fährt einfach jetzt wieder ein ganz anderes Rennen. Er denkt, das geht ja. Wir sind wieder in 2015 jetzt. Meine Damen und Herren, willkommen im Jahr 2015. Ne, er hat letztes Mal gesagt, wir können ja auch mal ein Fable-Let's Play machen. Ne, er fängt einfach wieder von vorne an. Kannst du nicht ausdenken. Nicht dauerhaft gebannt bin, habe ich jetzt einfach eine Beschwerde eingelegt, also wird es auf Twitch vermutlich bald weitergehen, aber das muss ich jetzt erst noch mit denen klären. Bei YouTube hat er übrigens auch eine Beschwerde eingelegt, hat nicht so funktioniert. Leute, habt ihr diesen kleinen Ausschnitt gesehen? Ich glaube, jeder große Kanal hat ihn hochgeladen. Außer ich, Blödmannsgehilfe. wie er sagte, ich muss mal kurz eine E-Mail kontrollieren, die ist sehr wichtig. Junge, wie ihm einfach die Kinnlade runtergefallen ist. Ich musste ein bisschen den Maulwurf rausholen, muss ich sagen. Da wurde er geschüttelt. Vielleicht. Und ich würde jetzt die Geräusche machen, die Kara so gut nachmachen kann, aber ich kann es nicht. Tut mir leid. Vielleicht werden sie mich auch einfach nicht reaktivieren, weil ich einfach ich bin. Das kann auch sein. Aber ich bin nicht dauerhaft... Nein, Rainer, sie werden dich nicht reaktivieren, weil du die N-Bombe gedroppt hast. Und das ist halt ekelhaft. Gebannt auf Twitch, war ich nie. Und wenn nicht, dann machen wir auf Odyssey weiter. Und wenn es auf Odyssey nicht weitergeht, dann machen wir auf, keine Ahnung, Hitbox weiter, wenn es überhaupt noch gibt. Und wenn es da nicht geht, dann... War er da nicht auch schon gebannt? Gibt es da nicht irgendeine Plattform, wo er noch nicht gebannt war? Dann machen wir eben woanders weiter. Und wenn es überhaupt nicht anders geht, dann gehe ich auf den Strich. Was soll's? Ach ja, Rainer, dann solltest du... Dann wirst du dann die E-Ziel zumindest erreichen, ne? Dann hast du nämlich nichts mehr zu essen. Ich bin noch nie jemand gewesen, der sich zu schade ist, sich dreckig mitzumachen für die Arbeit. Du bist ja auch noch nie so der Typ gewesen, der arbeiten gegangen ist. Deswegen ist es, weißt du schon. So. 19 Geschenke gesehen. Kann er dieses Bimmeln nicht eigentlich ausstellen? Danke für die Unterstützung. Außerdem habe ich angefangen, an einem Buch zu schreiben. Drachenlord, Leben mit dem Hass oder so ähnlich. Um was es da wohl geht. Ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das Buch anfängt. Da standen Voldehates vor meiner Haustür.
Doch eine Polizistin kam und hat sie alle verhaftet. Dann kam sie nochmal zu mir, um zu gucken, wie es mir geht, ob ich es gut geschafft habe. Sie war beeindruckt von meiner mentalen Stärke. Sie wurde sofort zum menschlichen Niagara-Fall und lächelte. Ich lächelte, wir lächelten. Meine Hose fiel. Durch Zufall. Sie lächelte mehr, ich lächelte mehr. So geht's los. Würde ich drauf wetten. Titel, wo ist er? So, und jeder, der lacht, dass ich Arbeit mache, der kann gerne mal versuchen, sich hier eine Stunde hinzusetzen und sich so lange beleidigen zu... Rainer, jeder, der lacht, ich mache ja auch keine Arbeit. Und ich sitze mich hier eine Stunde hin, wahrscheinlich sogar eher zwei, wenn das hier von dir eine Stunde geht, und höre mir dein Blödsinn da an. Einfach, weil ich die Community liebe. So nämlich. Also, und wenn du das machst, dann betrachtest du das nicht als Arbeit, dann macht das Spaß. Das macht mir einfach Spaß. So lassen, wie ich mich seit 10 Jahren beleidigen lasse. Und dann red man auch mal, wie lange du brauchst, bevor du dich aufhängst. Sonst zieht man hier nur noch die Füße runterbaumen. Wie er den Spruch fühlt, na guck mal auf seinen Mund. Und was hat er mit seiner Zunge immer die ganze Zeit letztens? Das ist nicht so lecker. Bam, bam, bam. Und jeder, der über mich lacht, der ist sowieso ein ärmeres Würstchen als ich. Ja, man darf nicht über ihn lachen, ne? Er hätte aber gerne, damals, wisst ihr noch, wie er ihm erzählte, mir egal, ob man mit mir über mich lacht. Hauptsache, ich bringe die Leute zum Lachen. Wer über mich lacht, ist namens Würstchen. Junge, richtiger, ey, nee. Also ganz ehrlich, wenn... Ohne Spaß, ich habe mir vorgenommen, in dem Video nicht nett zu werden und ich wollte das ein bisschen auf die humorvolle Art machen. Aber das fällt mir gerade sehr schwer. Wenn ich über andere lache und dafür im Internet sein muss, dass ich über andere lachen kann, dann bin ich auch selbst der größte Witz. Das ist jetzt. Du bist ein sehr großer Witz, das würde ich dir nicht widersprechen. Jedenfalls meine Meinung. Ja, Rainer, und die ist doch exklusiv. Gehst du ins Gym? Nee. Wo soll ich ins Gym gehen? Was denkst du, wie lange das dauert, bis ich da rausfliege, weil die Leute rausfinden, wo ich bin und mich damit auf... Das, Rainer, oder... Was glaubst du, wie lange es passiert, bis du Geschichten aus der Gym-Dusche erzählst? Und deswegen da rausfliegst. So wie es auch in einem Saunaclub war. Als du Geschichten aus dem Paulanergarten erzählt hast. Ja, ich hab doch da, hab ich den angefasst und wir haben da noch eine Runde und da hab ich das noch. Der hat im Vorbeigehen einfach 6-mal irgendwen gevögelt, sagt er. Kannst du dir nicht ausdenken. Was für eine Lügerei das ist. Und deswegen ist er da gegangen worden. Und wenn er ins Gym gehen würde, dann würden die Gym-Duschgeschichten erzählt werden. Und dann fliegt er da raus. Und das waren die bösen Hate, die Wolde-Hates. Was sagt denn? Und ihr könnt mich nicht besiegen. Besiegt bin ich erst, wenn ich sterbe, wenn ihr mich tötet. Nein, Rein, du bist schon lange besiegt. Wenn ihr mich ausschaltet, wenn ihr mich zum Schnecken macht. Das möchte niemand. Niemand Vernünftiges, niemand, der geistig bei klarem Verstand ist, würde jemand anderen auslöschen wollen. Zwischen besiegen und auslöschen ist aber auch noch so ein kleiner Unterschied, so ein großer. Ein kleiner großer. Macht, wenn er mich so klein macht, dass ich nichts mehr machen kann und mich deswegen umbringe oder Rainer, du kannst auf YouTube schon nichts mehr machen. Versuch mal. Übrigens, falls du dieses Video siehst, ich glaube es ja nicht, Raini, ich habe mehr Abonnenten als du auf YouTube. Gebracht bin. Und selbst dann sterbe ich als Märtyrer. Folglich ist... Nein, Reini, tust du nicht. Sie unbesiegt auf ewig. Egal, ob ich auf Twitch, auf YouTube, auf YouNow, auf TikTok, auf Instagram oder sonst wo bin. Und wenn ich hinterher auf Clipfish streamen muss. Das gibt's, glaube ich, auch keiner mehr, ne? Dass er das noch kennt, Clipfish. Außerdem vergesst ihr eine Sache. Ich bin so groß von meiner Reichweite her. Ja, so groß. Knapp 1,82, würde ich schätzen. YouTube hin oder her, dass ich, egal was ich mache, immer wieder irgendwo Fuß fassen werde. Reini, genau andersrum wird ein Schuh draus. Genau andersrum. Du hast so eine Reichweite, YouTube hin oder her, okay. Aber du bist so bekannt und du bist für bestimmte Sachen bekannt und deswegen möchte dich niemand irgendwo haben. Es ist nicht so, dass die Leute sich reißen darum, nur weil du bekannt bist, dass du irgendwo auf deren Plattform bitte kommen sollst. Nee.
Das ist eher anders. So ganz anders. Ist zwar ein bisschen dumm und meine YouTube-Kollegen oder ehemaligen Kollegen sind zu feige, um mir unter die Arme zu greifen, obwohl sie es leicht... Reini, obwohl sie es leicht können, wollte er wahrscheinlich sagen. Ich würde sagen, die haben einfach keine Lust darauf. Die möchten dich nicht da haben. Sie sind nicht zu feige, die haben einfach keine Lust. Leute, ich habe gesehen, wie hier Elotrix, Liebe geht raus, den Reini gemeldet hat. Ja? Ehrenmann, Liebe an dich. Könnten, aber das ist wieder eine andere Show. Und ganz ehrlich, man kann nur dann besiegt sein, wenn man zu feige ist, wieder aufzustehen. Ja? Oder nicht ohne Hände aufstehen kann. Lulz! Das ist sowieso so eine Sache. Ja? Fangen wir mal an, über das Thema besiegt zu philosophieren. Okay, da bin ich dabei. Ja? Das wäre nämlich eine Sache, die mich echt interessieren würde. Ist man besiegt, wenn man zu feige ist, wieder aufzustehen? Wenn man stirbt? Oder wenn man immer weitermacht? Das würde mich interessieren. Oder, man weg ist. Wenn man nämlich mal ganz klar von der Aussage besiegt ausgeht, dann muss man darüber nachdenken, was ist eigentlich der Zustand des Besiegten? Der Zustand des Besiegten... Der Zustand des Besiegten ist, dass er besiegt wurde. Easy. ...ist eigentlich der Zustand, wenn es keinerlei Gegenwehr mehr gibt. Der Besiegte darf sich in keiner Form mehr wehren können. Er darf sich in keiner Form mehr verteidigen können. Er muss in jeder Form ein für alle Mal besiegt sein. Nein, Reini, nein. Aus. Aus jetzt. Was ist denn, frag doch mal Hank als Schalke-Fan, was vor 2 Jahren passiert ist. Ob Schalke vielleicht jedes Wochenende besiegt wurde. Du kannst doch nicht sagen, so, der Schiedsrichter sagt so, abgepfiffen nach 90 Minuten, was weiß ich, 3-0 für Stuttgart. Also Stuttgart gewinnt 3-0 gegen Schalke, haben die besiegt. Und dann sagen die Schalker Spieler, nö. Nö. Auf unbesiegt ewig, Bruder. Wir stehen doch noch. Wir spielen weiter. Bis wir alle draufgehen. Das kannst du, was der sich da zusammenreimt, das kannst du dir nicht ausdenken. Normaler Mensch kriegt das nicht hin. Und ich bin... Sorry, Hank, dass ich jetzt Schalke als Beispiel... Sorry. Weißt, ich mein's nur lieb. Ein Mann. Die Haters sind Millionen. Zumindest laut ihren eigenen Aussagen. Und schön, dass du es einsiehst. Dennoch. Wir möchten übrigens ein neues Wort etablieren. Er sagt ja, er hat Fans, er hat Hater und er hat Zuschauer. Wir würden gerne das Wort Zuschauer... in Schaulustige ändern, weil das passt nämlich besser. Stehe ich hier und mach mein Ding. Und das war übrigens die Idee von Fuddel. Liebe geht raus. Ziehe es seit 10 Jahren durch. Und ohne Gnade, ohne zu zögern, ohne irgendwie zurückzuweichen. Ich bin immer noch da und ich stehe immer noch da. Ja? Und man darf mich gerne zitieren. Rainer steht noch da. Versteht ihr? Ich finde... Ja, ich sitze. Das ist metaphorisch gemeint, falls du weißt, was das bedeutet. Warum duzt du mich eigentlich? Ich mit meinem IQ von 85 weiß es. Hättest du gern. Also solltest du das mit deinem Millionen-IQ ja auch können. Millionen-IQ, das war auch metaphorisch, Junge. Das war... Junge, ist der cringe, ey. Bruder, das hält's im Kopf nicht aus. Sarkasmus. Egal. Kommen wir... Wie er sich jetzt dafür selber feiert. Junge, das kannst du nicht ausdenken. Zum eigentlichen Problem. Besiegt und unbesiegt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Überall im Chat, weil er gesagt hat 85. Überall steht jetzt einfach 58. Die Nachrichten sind voll mit 58 einfach. Mann. Kannst du nicht ausdenken. Besiegt ist jemand oder etwas, ein Clan, ein Staat, ein Mensch oder eine komplette Gesellschaft, ein kompletter Planet, eine komplette Existenz, eine komplette Art von Lebewesen. Komm auf den Punkt, Junge! Wenn entweder nichts mehr davon da ist oder wenn alles, was davon noch da ist, keine Gegenwehr mehr leistet. Ha. Dodo einfach besiegt, würde ich sagen. Das nennt man besiegt.
Ihr könnt gerne mal im Duden nachschlagen unter dem Wort besiegt, denn alle, die hier schreiben besiegt, 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 die haben überhaupt keine Ahnung, was das Wort überhaupt bedeutet. Das sagt er, der wirklich nicht weiß, was dieses Wort bedeutet. Er weiß es ja legit nicht, er hat uns das ja gerade bewiesen. Denn die Bedeutung des Wortes besiegt bedeutet, wenn man von etwas keine Gegenwehr mehr zu erwarten hat, dann ist es besiegt. Ja. Was ist denn da ein gutes Beispiel? Der Dodo. Sag den Dodo. Ich mag Dodos. Ich möchte einen Dodo haben. Kann mir einer von euch einen Dodo schenken? Setz dich auf meine Amazon-Wunschliste. Lull. Die Geschichte bietet uns eine Milliarde von Beispielen. Ja, ich müsste mir so einen Professorhut aufsetzen. Junge, ich will einen Professorhut sehen, der dir passt. Die Geschichte bietet uns eine Millionen Arten von Beispielen. Wir haben so viele Kriege auf der Welt geführt, ja. Sowohl wir selbst als Deutschen, als auch gegen uns, als auch wir mit anderen zusammen gegen andere. Und wo ist da der Zustand des Besiegten? Frag mal Rainer, von wann bis wann der Erste oder Zweite Weltkrieg war. Ich glaube nicht, dass er das weiß. Oh, hier steht gerade... Oh! Push for Follow schreibt hier gerade Arnie Decker und Herzchen. Also, Junge, falls da einer war, der so heißt wie ich, also es war nicht ich, ich habe keinen TikTok, noch nicht. Ich werde meinen Account anlegen. Aber ich sehe gerade im Chat Arnie Decker mit Herzchen, das ist total lieb. Dankeschön. Und da freue ich mich jetzt richtig so, weißt du? Push for Follow. Ganz viel Liebe an dich, danke. Jetzt habe ich gerade richtig ein Grinsen im Gesicht, schön. Dankeschön, ganz viel Liebe. Der Besiegte ist immer dann besiegt, wenn er sich ergeben hat. Beziehungsweise keine Gegenwehr mehr leistet oder wenn er so lange ausgelöscht wurde, bis einfach niemand mehr da ist, der Gegenwehr leisten kann. Das sind ja so ähnlich lieb's bei Schalke, ne? Entschuldige, Henk. Liebe geht auch raus an dich. Das sind die zwei Vorfälle des Besiegten. Aber der Besiegte ist niemals der, der immer noch dasteht und weiterkämpft. Denn besiegt beinhaltet die Tatsache, dass sich jemand nicht mehr wehrt. Rainer, du bezeichnest aber besiegt als jemanden auszulöschen. Und das möchte kein normaler Mensch. Also dann möchte ich dich einfach nicht besiegen, wenn ich dich dafür um Ecke bringen muss oder so. Das möchte ich einfach nicht. Keiner möchte das. Das redest du dir nur ein in deinem Klüterkopf, sag ich mal. Das ist auch kann man ja so sagen, ruhig, ne? Wenn man sich so anguckt. Ja. Ne, das möchte einfach niemand. Das redet er sich selber ein. Die Hater-Stimme in seinem Kopf sagt ihm das. Oder nicht? Ich meine, nett. Mal ernsthaft, ihr könnt mich gerne Idiot nennen. Dankeschön, mache ich gleich. Grüße und Liebe gehen raus an Ernsthaft. Ihr könnt mich gerne Vollpfosten nennen, ihr könnt mich gerne alles rauf und runter nennen, was ihr denkt. Alles, was ich denke, darf ich dich nennen. Und nochmal Push for Follow, Arnie Decker, Liebe. Ah, Bruder. Und glaubt, dass ich bin. Aber es ist dennoch ein Fakt, dass man nicht besiegt ist, solange man dasteht und kämpft. Ich wollte schon oft aufgeben, glaubt mir. Es kam mehr als einmal vor, dass ich etwas auf... Glaub mir, Rainer, ich habe schon oft gesehen, wie du aufgegeben hast. Du hast kaum ein Let's Play zu Ende gebracht, hast immer vorher aufgegeben, weil du gemerkt hast, das bringt keine Klicks. Und wenn keine Kohlen kommen, hast du keinen Bock drauf. ...aufgeben wollte. Ja, und viele Haters sagen auch, du hast aufgegeben, weil du hast das Projekt beendet. Erstmal schön, Haterstimme in seinem Kopf, und er hat natürlich recht, das habe ich gerade gesagt. Aufgegeben, weil du hast das Projekt beendet. Mimi. Ja. Haterstimme nachgemacht. Abgekreuzt. Ich habe Sachen in meinem Leben geändert. Besiegt bin ich deswegen noch lange nicht gewesen, nur weil ich ein Projekt beendet habe oder ein Projekt verschoben habe. Und jetzt sehe ich auch Freaks, auch Arnie Decker mit Herzchen. Oh, ich freue mich voll. Ich lese nicht nur den Chat einfach, der kann mich mal am Tüffel tuten, kann er mich mal. Ich höre den Chat, das ist viel besser. Ich habe etwas getan, darauf hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich es verändert. Das Gesamtprojekt Drachenlord ist noch nicht abgeschlossen. Das Projekt Hat er irgendwas Interessantes gesagt? Ich habe nur den Chat gelesen. Drachenlord, wenn man so möchte. Jetzt wird es dann wahrscheinlich gleich wieder Memes geben. Da ist noch einer. Benedikt, das schreibt auch Arnie Decker mit dem Herzchen. Oh, ich freue mich total, Leute. Ihr seid echt die Besten. Projekt Drachenlord. Wenn man es so möchte. Aber falls da jemand war, der Arnie Decker heißt, das war ich nicht. Drachenlord bin ich. Drachenlord steht für etwas.
Ja, auch wenn die... Ich dachte, du bist noch nie Drachenlord gewesen. Ja, das war nur eine Kunstfigur. Rainer, wollen wir heute wieder andersrum erzählen, ja? Hast du Bock drauf? Na dann, let's go. Hater mich noch Milliarden Jahre lang auslachen werden. Auch Rainer, wenn du nicht wirklich anfängst abzunehmen, und ich wünsche dir, dass du schaffst, dann hast du weder eine Milliarden Jahre, eine Millionen Jahre, nicht 100 Jahre, vielleicht ein bisschen Glück noch 10 Jahre vor dir. Auch wenn ich noch von Hunderttausenden und Abermilliarden gehasst werde, ich, Drachenlord, steht für etwas. Ich stehe... Ja, er steht für etwas. JustMe86, auch Anidegger mit Liebe. Oh, Leute, ihr seid toll. Und Lydia, auch Anidegger mit Liebe. Ach, ich sitze hier und grinse, ohne Spaß. Ey, zum Glück habe ich... Ich habe da echt vorhin überlegt, na, es ist schon ein Tag alt. Habe ich gesehen, Siri hat es auch schon gemacht und so. Ey, ich dachte mir, komm, lass einfach stecken, die Scheiße. Dann dachte ich mir, nee, du bist der Community schuldig. Du liebst die Leute alle. Und jetzt sehe ich das hier. Das freut mich gerade total, ehrlich. Ich grinse gerade von Ohr zu Ohr, wirklich. Ganz viel Liebe an euch. Das sind echt die Besten. Dafür, dass ich mich nicht unterkriege. Mir scheißegal, was der Dudi da labert, ehrlich. Ich bin gerade richtig gut drauf. Dankeschön. Ich stehe dafür, dass ich mich nicht unterbuttern lasse. Ich stehe dafür, dass ich mich, egal wie oft ich Rückschläge habe, immer noch... Nein, Reini, du stehst dafür, dass du derjenige bist. Dafür stehst du. Du stehst dafür, dass du immer anderen Leuten die Schuld gibst. Du stehst dafür. Du bist das Pseudonym dafür, dass jeder, der mit dir Kontakt hat, dich am Ende nicht mehr mag oder Probleme bekommt. Wegen dir. Und ich spreche das jetzt von Firmen, die einfach mit dir Probleme haben. Es gibt niemanden, egal ob es in seiner Schulzeit war, auf der Arbeit, er hat das ja alles erzählt. Ob es die hier Energy war, ob es hier diese Fresspakete waren, hier, die auch um die Welt essen oder wie das heißt, keine Ahnung. Egal wer es war, am Ende hatten die immer Probleme mit ihm. Jeder. Und dafür steht dieses Pseudonym Drachenlord, heißt, ich bring nichts zu Ende, mit mir bekommst du Probleme und ich bin nicht so fleißig und hab einen unterirdischen IQ. Und Lü-Lü-Lü. Der Lülykopter. Wenn ich sagen würde, für was steht er, dann wäre das so meine Beschreibung. Aufraffe, immer noch weitermache und unbesiegt bin und bleibe. Denn letzten ich denke, wofür steht er? Antwort, Diabetes. Der Chat ist nicht schlecht. Endes ist es völlig uninteressant und völlig irrelevant, wie oft ich aufs Maul krieg. Es ist irrelevant, wie oft ich nach hinten fliege. Es ist irrelevant, wie oft ich von der Klippe falle. Ich werde die Klippe wieder hochklettern. Reini, du schaffst es nicht, ohne Hände aufzustehen. Wie willst du denn irgendwo hochklettern, Bruder? Jetzt fährst du mal ein ganz anderes Rennen als ich hier. Du bist ja ganz woanders. Ich werde wieder aufstehen. Es ist mir egal, wie viele Leute mich niederschlagen. Ich werde zurückhauen. Ich werde mich nicht besiegen. Wenn du niedergeschlagen bist, haust du wahrscheinlich nicht zurück. Und man sollte sowieso nicht hauen. Gewalt ist keine Lösung. Nur Leute, die nichts im Kopf haben, die mit Worten nichts regeln können, die müssen hauen. Lassen. Besiegt bin ich erst, wenn ich sterbe. Und dann ist immer noch die Frage, ist man wirklich besiegt, wenn man stirbt? Junge, jetzt ist er einfach... Man kann ihn gar nicht besiegen. Es geht gar nicht. Ne? Geht überhaupt nicht. Weil es ist immer noch so, dass ich gegen etwas kämpfe. Ich kämpfe gegen eine Art von Unterdrückung und eine Art von Tyrannei. Was redet der da? Ist er Jana aus Kassel oder was? Das gibt's doch wohl nicht. Er kämpft gegen Tyrannei und Unterdrückung. Bruder, gleich hast du mich hier liegen. Hoffentlich schreibt gleich einer Anidegger mit Herzchen. Dann freue ich mich wieder. Von Menschen gegen andere Menschen, die meinen, nur weil sie sehr viele sind, haben sie recht. Ja. Rainer, es heißt nicht, das stimmt, was er sagt, ist nicht falsch. Nur weil viele etwas sagen, heißt das nicht, dass die Recht haben. Rainer, es heißt aber auch nicht automatisch, dass sie Unrecht haben. Ne? Wenn für Rainer irgendwas nicht bewiesen ist, ist das erstmal falsch. Und Rainer, da hinten im Universum ist es kalt, ja, beweis es mir. Das können wir ja nur theoretisch sagen. So, kannst du nicht ausdenken halt. So viele von euch glauben, wir haben Recht und du bist besiegt.
Warum bin ich? Rainer, ich kann dir, wenn du möchtest, kann ich dir hier zeigen. Sag mir Bescheid und dann mache ich ein Video, Raini. Nur für dich. Ja? Wie du die Leute belügst. Was hältst du davon? Und ich meine nicht dieses Lügenkauter-Video, das ist auch sehr gut. Ich meine wirklich, wie du sagst, bäh, Burger King. Und einen Tag später sagst du, ich gehe mal zu Burger King, hol mir mal 4 Burger und schaffe nur 2, die anderen sind für zu Hause. Das könnte ich dir einfach so unter die Nase reiben, wenn du es möchtest. Oder wenn du sagst, ich würde für meine Überzeugung, gehe ich ins Gefängnis. Überhaupt kein Problem, ich habe kein Problem mit, ich gehe dann ins Gefängnis. Dann wirst du verurteilt und sagst, ja, jetzt gehe ich bei Berufung, ich will nicht ins Gefängnis. Renner, die Sachen könnte man dir einfach zusammenschneiden. Da ist nicht mal viel bei. Besiegt. Ich stehe immer noch da. Ich mache immer noch Videos. Ich mache immer noch Streams. Ich bin immer noch existent. Ich bin noch nicht besiegt. Viele, die immer glauben... Ja, und wenn er nicht mehr existent ist, ist er auch noch nicht besiegt. So nämlich. Der Chat. Gib mal Ruhe, Raini. Schönes Ding. Herrlich. Ja, du bist ja voll der Lappen. Ja, ich bin der Lappen. Aber der Witz ist, dass ich immer noch der Größte... Der Witz ist letzten Endes... Sag jetzt nicht, er sagt, ich bin der Größte Lappen. Warte, ich mach mal zurück. Voll der Lappen. Ja, ich bin der Lappen. Aber der Witz ist, dass ich immer noch der größte Lappen im Raum bin. Das kannst du dir nicht ausdenken. Bruder. Ich bin der größte Lappen im Raum. Richtig schlechter Konter. Abgekreuzt. Das gibt's doch nicht, ey. Oh, das ist schön. Ja, egal wie viele Hater mit mir in einem Raum eingesperrt sind, ich bin immer noch der größte Lappen von allen. Ob er weiß, was Lappen heißt? Wenn er sagt, du bist der größte Lappen, weiß er, was das heißt? Einfach nur deswegen, weil ich mich nicht besiegen lasse. Ihr könnt mir eine Milliarde Nachrichten auf WhatsApp schreiben. Ihr könnt mir eine Milliarde E-Mails schreiben. Ihr könnt mir eine Also ich rufe dazu nicht auf, das macht er, ne? Ihr könnt das machen, hat er gesagt. Ich würde davon abraten, aber ey, wenn er es möchte, was soll ich machen? Milliarden Jahre lang auf dem Sack gehen. Solange ich dastehe und stärker bin als ihr, bleibe ich. Rainer, du bist nicht stärker als ich. Weder körperlich noch geistig. Das auch. Und ich werde immer unbesiegt bleiben, solange ich mich selber aufraffe und weiterkämpfe. Rainer, stehe jetzt sofort ohne Hände auf. Dann sage ich, okay, du hast recht. Aber nein, das wird wohl nicht passieren. Wenn ich sterbe, sterbe ich vermutlich als Märtyrer. Einfach nur deswegen, weil ich im Glauben an meine Sache sterbe. Könnt ihr auch gerne mal nachgoogeln. Was ist eigentlich ein Märtyrer? Was bedeutet es, als Märtyrer zu sterben? Hier wird übrigens der Friesenhater gerade im Chat gegrüßt. Ganz liebe draus. Was bedeutet es, als Märtyrer zu sterben? Rainer, google es mal. Das ist eine gute Idee. Das solltest du wirklich mal tun. Märtyrer ist jemand, der im Glauben an eine Sache stirbt. Jemand, der ein Zeichen setzt. Jemand, der versucht, ein Zeichen zu setzen und dadurch den Tod findet. Chat, Raini wird heilig. Herrlich. Hier schreibt gerade jemand im Chat, Arni, wo bist du? Hier bin ich. Liebe geht raus. Das ist jetzt nur eine freigeistige Übersetzung, aber darauf läuft es hinaus. Und eine Tatsache am Märtyrertod ist, dass ich, solange ich hier stehe und solange ich hier weitermache und ich jetzt dabei zum Beispiel eine Kugel von hinten in den Kopf kriege oder von vorne oder von sonst wo, ich bin da und ich werde erst dann drauf gehen, wenn ich, ja, drauf gehe. Hast du selber gemerkt, ne? Hast du selber gemerkt. Raini, mach doch die Musik aus beim Reden. Ich werde erst dann aufhören, wenn ich drauf gehe. So rum wollte ich den Satz eigentlich sagen. Und wirklich verloren. Leute, ich streame jetzt seit etwa 20 Minuten auf TikTok. Ja? Ich beglückwünsche dich dafür. Lulz. Seit etwa 30 Minuten, Entschuldigung. Junge, wie mir dieses Gebimmel auf die Nüsse geht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 29 Minuten 12. Streame ich jetzt gerade auf TikTok. So, ich habe 1308 Zuschauer. Ich habe hier hunderte von Leuten, die hier in den Chat schreiben. Ich habe hier 3042, sogar 3277 eigentlich, von Leuten, die mich unterstützen. Ja? Ich sehe mich nicht als Verlierer. Und das ist dein Problem, Raini.
dass du es nicht erkennst. Ne? Das ist halt, tja. Besiegt. Ich sehe mich nicht als unbesiegt schon. Ich sehe mich nicht als Niederlage. Auf unbesiegt ewig. Sehe ich mich nicht. Ich bin immer noch da, ich ziehe immer noch mein Ding durch und ich werde immer noch kämpfen. Und weiter? Kämpfen und weiter kämpfen. Es gibt immer jemanden, der meine Hilfe braucht. Es gibt immer jemanden. Rainer, du hast noch nie jemandem Hilfe geboten. Noch nie. Es gibt immer jemanden, der meine Hilfe braucht. Es gab mal eine Anfrage im Chat. Du, Rainer, würdest bei uns an der Schule einen Vortrag über Mobbing halten für die Kinder? Die Person wurde gebannt, als sie nochmal nachgefragt hat. Er hatte in diesen Monaten, die ihm vorgeschlagen wurde, in diesen Monaten hatte er keine Zeit. Und als er nochmal gefragt wurde, wurde die Person gebannt. Leute, als Excel ein Interview führen wollte. Ja, da hast du ihn behandelt wie Abfall. So, und danach wolltest du von ihm was und dann war er wieder gut. So, und dann er dich behandelt wie Abfall. Und er war dann der Bösewicht von euch beiden, weißt du? Für dich. Der versucht, mich zu unterstützen. Das schreibt gerade. Das ist nämlich wichtig für dich. Jemand, der unterstützt, der die Barne raushaut. Barne, Barne und nochmals Barne. Grüße gehen raus an Dr. Oll. Irgendjemand was von 2000 irgendwas. Ich sehe hier gerade 1390 Zuschauer. Und wir können es auch anders machen. Meine Zuschauerzahl insgesamt sind 7043. Und ich habe 97 neue Follower. Ich habe. Reini, ach, du hast 97 neue Follower. Leute, lasst doch mal alle ein Abo da, bitte. Falls ihr noch einen Zweitkanal habt oder so. Gucken, ob ich auch 97 neue Follower bekomme in einem Video. Nein, du hast auf TikTok, haben wir nachgeschaut, beziehungsweise der Uti hat für uns nachgeschaut, 270.000 Abos. Und du hast 1.400 Zuschauer. Wir hatten letztes Mal 1.900 Zuschauer mit 14.500 Abos. Merkst du was? Auf TikTok mehr Abonnenten oder mehr Follower als... Und das heißt Abonnenten, ne? ...sich auf YouTube je Abonnenten hatte. Ich bin nicht ansatzweise an die Zahlen gekommen, die ich... Ja gut, ansatzweise schon. Aber Rainer, das Problem ist, dass deine Abonnenten alles Leichen waren. Also alles... Hier kennt ihr diese Leichen-Abos. Ja, einfach keiner mehr benutzt die Accounts. Und ein paar werden vielleicht auch irgendwo aus den osteuropäischen Ländern gekommen sein. Für die halt bezahlt wurde. Und weißt du was? Die Abonnenten auf TikTok, die bringen dir gar nichts. Die bringen dir keine Barren mehr ein. Deswegen kannst du von mir aus 20 Millionen Follower haben. Mir total egal. Ich hab auf TikTok... Und wisst ihr was noch? Ihm sind die Leute auch egal. Das ist nämlich das Ding dabei. Wenn die Leute merken, dass sie dir nicht egal sind, ja, wie wir bei uns, ne? Ihr wisst, ich liebe euch. Und wenn ich dann hier auch so Ani Digga mit Herzen sehe, mich freut das so dermaßen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich finde das richtig klasse. Wenn ich jetzt wieder daran denke, muss ich wieder grinsen. Also in ihm sind die Leute einfach egal. So, und das ist so ein Ding. Ding, Lel. TikTok so viele mehr Abonnenten, als ich auf YouTube je hatte. Und trotzdem ist es so, dass ich immer noch da bin. Ihr sagt. Wie hing dieser Satz jetzt zusammen? Ich habe hier so viele Abonnenten und bin trotzdem noch da. Wie passt dieser Satz zusammen? Besiegt und ich lache über alle, die sagen, ich bin besiegt, weil wenn ich besiegt wäre, dann wäre ich nicht hier. Dann würde. Rainer, warum lügst du denn schon wieder? Da schreiben 90% des Chats schreiben besiegt und du lachst gar nicht. Du kannst doch gar nicht mehr lachen, glaube ich. Wenn ich hier nicht streamen, dann würde ich keine Videos machen, dann hätte ich heute nicht versucht auf Twitch zu streamen. Rainer, das machst du deswegen, weil du die Kohlen haben willst, nicht weil es dir Spaß macht. Dann würde ich nicht versuchen, hier weiter Videos zu machen, dann würde ich nicht weiter versuchen, hier irgendwas zu tun. Würde ich nicht. Weil es schlicht und ergreifend letzten Endes völliger Bullshit ist. Letzten Endes! Woo! Wir wissen alle, warum er es macht. Er braucht die Barren. Und das war's. Nichts anders. Sonst würde er einfach alles da machen. Ne, er wollte jetzt aber auf Twitch auch nochmal streamen. Weil da hat er nämlich auch gedacht, gibt's ein bisschen Kohlen. Das war der einzige Grund. So. Hier schreibt gerade jemand Poser. Wo bin ich denn ein Poser, Alter? Ein Poser ist jemand, der mit etwas angibt, das er nicht besitzt.
Oder mit. So wie du. Aber der Poser ist auch jemand, der mit was angibt, was er besitzt, ne? Damit post er ja. Er flext damit. So wie ich vorhin mit der Zuschauerzahl. Ja, aber mir sind die Leute halt nicht egal. Mir ist das halt wichtig. Ich finde das schön. Du flexst, du versuchst einfach zu flexen. Etwas, das so aussieht, als hätte er etwas, was er eigentlich nicht besitzt, weil er etwas zeigt, was er ansatzweise hat. Aber ich zeige nichts, was ich ansatzweise habe, sondern eine Tatsache. Ja? Alter, du zeigst immer alles. Du hast auch Frauen ungefragt Sachen gezeigt, die du eigentlich nicht wirklich hast. Lulz. Ja? Ein Poser ist jemand, der sich aufgrund von einer Nichtigkeit, die nach etwas aussieht, zu etwas macht, was er nicht ist. Ganz genau. Eine Nichtigkeit auf TikTok irgendwelche Follower zu haben, Rainer, das ist eine Nichtigkeit. Und die zeigst du. Deswegen bist du ein Poser. Deiner Meinung, deiner Beschreibung nach. Ich aber zeige keine Nichtigkeiten auf, sondern Tatsachen. Die aber Nichtigkeiten sind. Ich zeige auf, dass ich über 260.000 Follower... Schön, dass er genau das meint, ne? Es sind einfach Nichtigkeiten, weil die ihm nichts bringen. Auf Twitch, auf TikTok hab. Ich zeige an, dass ich über 1500 Zuschauer auf meinem ersten Twitch-Livestream hatte. Nur weil irgendjemand mitbekommen hat, dass ich es bin, der das streamt. Weil es irgendjemand mitbekommen hat. Ist ja nicht so, dass er es 3 Tage lang jeden Tag angekündigt hat. Ich habe irgendwann angefangen, hier zu streamen, da zu streamen, hier Videos zu machen, da Videos zu machen. Ja, Rainer, weil du es musstest. Weil du überall rausgeflogen bist. Angefangen, überall zu sein. Ich bin allgegenwärtig. Mir wäre es zwar anders lieber. Du bist allgegenwärtig? Soll ich mal kurz auf Twitch nachschauen, wo du da bist? Da ist ja niemand. Aber ich bin dennoch da. Ja. Also umso länger ihr die ganze Zeit auf mir rumhackt, du bist vor der Pfosten und so weiter und so fort. Leute, erstens mal ist das Mobbing und zweitens mal ist spielt absolut... Nein, ist es nicht. Es ist Aufklärung dafür, dass Leute da keine Kohlen reinballern. Für nichts und wieder nichts. Es ist eine Warnung für die Leute. Die wird gerade der Spiegel vorgehalten. Das ist kein Mobbing, nein. Absolut keine Rolle. Das Video läuft übrigens noch, ne? Ich hab's nicht pausiert. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was er jetzt gerade macht. So. Ja, ich bin jetzt seit 32 Minuten im Livestream. Ich habe 1500 Zuschauer. Ich habe 3799. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass er nach diesen 30 Minuten im Livestream schon 19 Euro zusammen hat. Das ist das Einzige, was mich aber ärgert. Ja, Diamanten geschenkt bekommen. Ich habe 8182 Zuschauer insgesamt. Ich habe 120 neue Follower. Ich habe hier hunderte von Leuten, die in meinen Stream, in dem ich angeblich so schlecht bin, angeblich? Schreiben. Leute, es ist völlig irrelevant, wie viele mich immer haten. Umso mehr mich haten, umso mehr zeigt ihr, wie sehr ihr gegen etwas seid. Und das ganz genau, Rainer, gegen dich sind wir. Gegen das, was du präsentierst, gegen das, was du gerade eben beschrieben hast, für was Drachenlord als Name steht, dagegen sind wir. Und wir wollen das zeigen. Das ist uns wichtig. Zeigt eigentlich nur, wie lächerlich ihr eigentlich seid. Ja, er möchte aber nicht provozieren, ne? Bitte weiter, bitte weiter. Ich höre nur, bitte weitermachen. Wenn ihr jemanden angreift, der mehr... Junge, diese Klingel da. ...mehr ist als ihr. Und das, obwohl ihr so viele seid. Rainer, du bist mehr als so ziemlich jeder von uns. Ne? Wenn wir uns mal auf die Waage stellen würden. Nulls.
Wie erkläre ich das? Ich erkläre es einfach so. Rainer, du bist dreimal Furchi. Viermal Furchi. Ne? So viel bist du mehr. Früher, ja? Jetzt können gleich wieder viele lachen. Ich gebe euch was zum Lachen. Okay, ich bin gespannt. Und passt auf. Und ich finde es selber witzig, deswegen sage ich das. Kleiner Fun Fact: Wenn er was super witzig findet, finde ich meist nicht witzig. Ich bin wie ein Mammut, nur stärker. Nicht stärker, aber ne? Warum? Weil das Mammut besiegt ist. Es leistet nämlich keine Gegenwehr mehr. Ha! Ganz einfach, man brauchte früher 5 bis 10 Menschen, ja, um einen Mammut zu töten. Ja, Rainer, man möchte dich nicht töten. Sonst würde man dafür nur einen Menschen brauchen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Nur weil ihn keiner töten möchte, ist er unbesiegt. Ich bin alleine wie das Mammut. Mammuts waren Herdentiere, Rainer. Aber es ist völlig irrelevant. Denn ob ihr 5 Menschen seid oder 100 oder 1000. Rainer, immer einmal mehr war seine Beine als ihr. Oder 10.000, 100.000 oder Millionen. Komm, es ist gut, komm auf den Punkt, Bruder. Das Mammut hier steht noch. Nein, Reini, und das Mammut hier kann auch ohne Hände nicht mehr aufstehen. Es wurde noch nicht zu Fell verarbeitet, es wurde noch nicht zu Fleisch verarbeitet, es wurde noch nicht zu Waffen verarbeitet und es ist auch... Man kann aus dir überhaupt nichts machen. Reini, nicht mal dazu wärst du zu was gut. Ja? Junge. Auch noch lange nicht der Fall, dass es irgendwo geistig woanders rumgurkt. Ja? Ihr versucht mich seit 8 Jahren, nee, seit 9 Jahren, ihr versucht mich seit 9,5 Jahren. Seit neuneinhalb. Bruder. Platz zu machen. Oh, ihr habt auf YouTube geschafft, dass mein Kanal weg ist. Ja, und glaub mir, das hat dich richtig mitgenommen, auch wenn du es nicht zeigen willst. Noch ist er nicht ganz weg, ja? Doch. Weil noch wird damit das diesbezüglich korrespondiert. Aber... Wie sehr er sich wohl jetzt wünschen würde, ein schönes Netzwerk zu haben, das mit YouTube zurechtkommt. Lulz! Nein, nein, nein. Selbst wenn er ganz weg wäre oder ist. Na und? Dann mache ich auf einer anderen Plattform weiter. Bis du da auch gebannt wirst. Ich habe auf YouTube eine Reichweite generiert, die dafür sorgt, dass ich mir das erlauben kann. Finanziell würde es vielleicht nicht ganz so geil aussehen, weil ich anders als andere YouTuber keine Sponsoren habe, die sich trauen, sich mit mir zusammenzutun und... Nein, das hat nichts mit Trauen zu tun. Wir haben gesehen, wie du so eine Handy-Auspack-Video gefaked hast. Und Bruder... Du hast da das selber gesagt, die haben sich bei dir gemeldet, du sollst das Video runternehmen. Ne, weil es einfach unendlich schlecht war. Du hast ein Product Placement gemacht, von dem die Firma gesagt hat, selbst umsonst nehmen wir das nicht. Du kannst das Handy behalten, ist umsonst. Aber nimm das Video runter. So gut sind seine Sponsorings. Sich gegen den Hate und Mobbing auszusprechen, weil es halt kein lukratives Einkommen ist. Auf der anderen Seite ist es immer so, wo ich mir denke, eigentlich... Frag doch mal Carsten Stahl. Wenn du sagst, das ist kein lukratives Einkommen. Ich glaube, der kommt ganz gut zurecht. Müssten diese Leute alle dankbar sein. Denn selbst wenn, es heißt ja immer, negative Presse ist trotzdem Presse. Ja? Wenn mit mir zu tun hat, kann sich darauf einstellen, dass er plötzlich auf einen Schlag mit Tausenden von Leuten zu tun hat. Ja, Rainer, aber das möchte doch keine Firma. Es werden tausende von Rezensionen geschrieben. Negative, aber dennoch Rezensionen. Das bedeutet, es gibt tausende... Rainer, jetzt überleg mal. Du willst in Urlaub fahren, ne? Und man kennt dich nicht. Und jetzt, sagen wir, du darfst irgendwo im Hotel umsonst bleiben. Und dafür erwähnst du das mal. Und das bekommt dann schlechte Rezensionen. Hatte vorher gute, jetzt schlechte Bewertungen. Und die meisten Leute in Deutschland kennen dich nicht. Und wenn die jetzt sagen, die suchen ein Hotel und das hat nur irgendwie 2 Sterne, obwohl es 5 hätte haben können,
Nein, das ist nichts Positives. Mehr Menschen, die da irgendwie mit zu tun haben. Es ist schon richtig, dass ich als Sonderschüler und als mit IQ 85 gebrannt... Hättest du gern. Mag der Mensch jemand bin, der vielleicht nicht geistig... Ich wette, jetzt wird gleich im Chat die ganze Zeit wieder die 58 laufen. ...auf der Höhe ist, wie vielleicht jemand, der das nicht ist. So. Und da fängt's auch schon an. Ich mag das. Ich mag das einfach. So. Und dennoch ziehe ich durch. Ich habe mit einem IQ von 85 einen... Ich habe mit einem IQ von 85 habe ich etwas erreicht, was andere... Reini, du hast einen YouTube-Kanal gehabt. Ich habe was erreicht. War ein Blödsinn. So, und was ich gesagt habe, ihr, die sind zu feige, mit mir Sponsorings einzugehen. Rainer, jede Firma, mit der du zusammengearbeitet hast, für, egal für was, hat am Ende Ärger mit dir. Ob es dein Netzwerk war, ob es dieses, hier, wir futtern um die Welt war, ob es Energy war, ob es dein Internetanbieter war. Jede Firma hatte mit dir Probleme. Und sowas spricht sich rum. Mit einem IQ von 100 oder 200 oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, wie der IQ entsteht, aber jemand, der einen höheren IQ hat als ich, hat mich 10 Jahre lang fast 11... 8, 9, 9,5, 10... Hat er jetzt gerade noch 11 gesagt? Ich mach mal zurück. ...einen IQ hat als ich, hat mich 10 Jahre lang, fast 11 Jahre lang... Junge, wie viele Jahre er damals noch hatte? Er hat mit 8 angefangen, dann 9, 9,5... 10 und 11. Gleich haben wir es durch. Nicht dazu gebracht, dass ich von YouTube fliege. Hat nicht dafür sorgen können, dass ich keine Follower habe, keine Zuschauer habe, keine Reichweite habe. Jeder, der über mich lacht, ist selber der Witz. Weil was für ein Blödsinn. Man darf nicht mehr über ihn lachen jetzt, ne? Kannst du nicht ausdenken. Weil, wenn ihr jemand über jemanden lacht mit einem IQ von 85, der mehr erreicht hat als ihr, wo ist da der Witz? Der Einzige, der darüber lachen kann, ist der mit dem IQ von 85. Ergo in dem Fall. Ja, weil du da der Einzige bist, der es witzig findest. Was ich witzig finde, ist, dass ich hier Stirnackenkommando, dass du die ganze Zeit 217,9 da reinschreibst, ist doch nicht viel witziger. Ich. Wer einfach schon über die Festplatte abgestürzt ist. Wie die Rübe wackelt auch einfach. Alter, was zuckst denn so? Wie er jetzt gerade den Chat liest und nicht eine positive Nachricht bekommt. Er wollte jetzt irgendwas lesen und wollte daraus was Neues, einen neuen Talk talken. Junge, wie ich einfach in seinem Chat mehr Liebe bekommen habe als er. Es ist wunderschön. Es ist einfach wunderschön, ich liebe diese Bubble. Ich find's einfach toll. Liebe an euch. So, nochmal 89 Geschenke, 49 Geschenke. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. Er hat keine positive Nachricht bekommen. Also freut er sich jetzt über die 60 Cent, die er bekommen hat. Nice. Von dir? Was geht, Bruder? Alles außer die Frösche, die hupfen. Wenn er jetzt mit dem Krempel wiederkommt. Aber er versucht gerade einen anderen Talk zu talken, ne? Was geht, Bruder? Nenn mich bitte nicht Bruder. Wisst ihr noch? So. Das war ein falscher Satz. Eigentlich heißt der Satz ja, alles was bar hat, außer die Frösche, die hupfen. So. Wir machen die Stunde noch voll, denke ich. Oh, die Pflichtstunde. Und dann... Sollen wir wieder ein bisschen zeichnen? Nein. Macht er das? Kann ich es hier noch sehen? Irgendwie in der Vorschau? Ne, anscheinend nicht. Letztes Mal haben wir so einen kleinen Zeichenstream gemacht. Alt F4 spielen. Ne, Alt F4 spiele ich anders mal. Das können wir auch. Alt F4, richtiges Hass spielen. Das geht gar nicht.
Können wir auch mal hier auf Juno machen. Spiel doch mal Dark Souls, Rainer. Ich coach dich auch. Auf TikTok, Entschuldigung. Ich liebe dich, Rainer. Wenn du mich liebst, warum schreibst du meinen Namen falsch? Ups! Also, danke für die ganze. Jetzt habe ich ja hier das Mikrofon ausgehabt. Nachdem da jemand, ich liebe dich, Rainer, geschrieben hat, natürlich um zu trollen, kam gleich danach wieder ein Kommentar, Arnie Degger mit Herzchen. Ach, ich freue mich so. Ich liebe euch. Unterstützung, ey, ist ja zu krass, ne? Ich komme gar nicht hinterher. Hat Likes gesendet, vielen Dank. Es ist natürlich jetzt, wenn man hier den Stundenlohn ausrechnet, jetzt hat er in 35 Minuten 20 Euro bekommen. Das Problem ist, dass dieser Stundenlohn, er arbeitet ja keine 8 Stunden oder 9 Stunden am Tag. Er arbeitet ja eine Stunde am Tag. Und dann kommt das am Ende auch nicht viel raus. Vielen Dank, ist das so geil. Vielen Dank. Freut mich, dass ihr mich so unterstützt. Ja, liest doch mal den Chat. Ne. Ach so, und an die ganzen, ich habe das schon die letzten Jahre immer wieder gemacht, ja, also an Hank Loser und die ganzen anderen. Grüße geht raus an Hank, Liebe, nächste Woche wieder hier Bundesliga-Talk, talken, freue mich schon drauf. Mal richtig, ohne Spaß, Hank, ne, wenn man mit dem so quatscht, ey, das ist ein richtiger Ehrenbruder, mit dem macht richtig Spaß zu reden. Ofi natürlich auch. Vollpfosten, die mich wieder restreamen, noch eine kleine Aussage. Ihr seid nur so geil, weil ich geil bin. Nein. Ganz, ganz sicher nicht. Erstmal würde ich mich nicht selber als geil bezeichnen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, mit wem ich ein Bier trinken gehe, mit dir oder mit Hank, Bruder, bist du aber ganz hinten dran. Ihr seid nur deswegen so weit gekommen, weil ich extrem geil aussehe. War der jetzt was getrunken irgendwie zwischendurch? Habe ich das nicht mitbekommen? Extrem geilen Verstand habe. Er hat selber gesagt, geilen Verstand, Bruder. Ein geiler Mensch bin und extrem geil bin, in welcher Form auch immer. Keiner von euch Losern. Junge, wir haben sowas gegeben. Kokain, Kokiden, eine Tasse Kaffee, ich weiß es nicht. Ne? Hank Loser ganz vorne dran dabei, weil der heißt ja schon Loser. Keiner von euch. Er heißt Hank Losse. Joke. Euch, kommt an mich ran, ja. Ich bin Legende. Ich bleibe Legende und ich sterbe als Legende. Halte ich für unwahrscheinlich. Du schlägst das Märtyrer. Ja. Hier steht gerade im Chat. MJOM2. Grüße geht raus. Haha, Hank hat einen YouTube-Kanal. Und du? Ich habe das hier gestern noch kurz mitbekommen und habe dann sofort Hank angerufen. Habe gesagt, aber guckst es? Ach, herrlich. Das auch, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also kurz gesagt, restreamt mich weiter. Jetzt bitte mehr. Oh! Wir haben hiermit die Erlaubnis. Sehr schön. Mehr als je zuvor. Denn jetzt, wo ich nicht mehr auf YouTube bin, kann ich es gebrauchen. Ich kann die auf. Ja gut, Reini, aber ich würde, wenn ich dich restreamen würde, was ich nicht tue, weil die meisten deiner Streams langweilig as fuck sind. Das ist einfach meine Meinung, so, weißt du? Nö. Dann würde ich halt den Kanal von Inge spiegeln oder so. Weil der es verdient hat. Aber da gucke ich lieber. Liebe geht raus. Aufmerksamkeit gebrauchen. Ich kann die Reichweite gebrauchen. Ich kann das gebrauchen, dass ihr mich immer weiter pusht und pusht und pusht und pusht. Das hättest du mal gerne gemacht irgendwann, ne? Pusht und pusht. So stellt sich, stellt euch mal rein, stellt euch mal vor, ihr seid eine Mulle und Rainer liegt so über euch. Oh, ich push und push und push. Bruder! Ich krieg Albträume. Gebrauchen, dass ihr mich immer weiter pusht und pusht und pusht und pusht. Ein bisschen Erbrochenes im Mund. Weil, ganz ehrlich, wer wärt ihr ohne mich? Ja. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass ich auf YouTube so bekannt wäre ohne ihn. Habe ich aber nie ein Geheimnis draus gemacht. Ja. Völlig in Ordnung.
Und wenn er nicht mehr da ist, dann machen wir trotzdem irgendwas zusammen. Ja? Natürlich habe ich das durch ihn erreicht. Freilich. Sage ich nichts gegen. Lucy-Line. Wer wärst du? Lucy-Line. Also nenne ich ihn. Ey, guckt euch, wir machen nächste Woche den Bundesliga-Talk. Wir machen ja, letzte Woche haben wir bei mir auf dem Kanal, jetzt gestern bei Hank auf dem Kanal und nächste Woche machen wir bei Ofi auf dem Kanal. Und ich werde ihn Lucy nennen die ganze Zeit. Lucy. Mein kleiner Lucy, mein kleiner. Du wärst irgendein Niemand in irgendeinem Land, in irgendeiner Niemanden-Ecke. Du wärst ein Niemand. In irgendeiner Niemanden-Ecke. Junge, wie oft habe ich die richtig schlechte Konto eigentlich schon abgekreuzt heute? Mein Gott, du bist trotzdem mit Niemand, aber du wärst Niemand. Niemand würde dich kennen. Keine Sau würde dich kennen. Deine ganze Reichweite, deine ganze... Das ist was, wo Reini recht hat. Reini hat etwas geschafft, und zwar, dass wir uns alle gefunden haben. Ja, ich hatte eine super Woche. Die letzte Woche war irre gut mit den Jungs. Hat so viel Spaß gemacht. Und das wäre ohne Reini nicht zustande gekommen. Das hat er geschafft. Aber auch nur unabsichtlich. Und ich wollte euch sagen, der Einzige, der im Drachengame keine Liebe gefunden hat, ist er. Diese Macht, Pseudomacht, diese geliehen, hast du durch mich und durch niemanden sonst. Das ist richtig, Rainer, aber du kannst sie ihm nicht wieder wegnehmen und das ärgert dich. Das gilt übrigens für alle Hater-Kanäle da draußen. Grüße gehen raus. Ja, nicht nur für Hank Loser. Ich spreche mit Hank Loser, weil ich von ihm den Namen kenne, weil ich seinen Kanal kenne, aber darüber hinaus völlig irrelevant. Vielleicht kennst du auch bald seinen Anwalt, wenn du ihn weiter Loser nennst. Es gibt so viele Kanäle da draußen. Auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram, überall. Ihr seid nur deswegen so erfolgreich, weil ihr mich zeigt. Nicht? Nee, eigentlich sind viele Leute erfolgreich, weil wir es verstehen zu reden. Weil wir die Leute unterhalten. Du machst ja nicht, einer muss ja machen. Dann machen wir es. Weil wir die Leute lieben. Weil du in deiner kleinen Hackfresse in deinem Puff hinten hängst. Nicht, weil du das oder das machst oder dies oder dies tust. Sondern nur, weil du das, was ich bin, postest. Warum duzt du den Henk eigentlich? Hat er dir das Du angeboten? Henk ist immer freundlich. Und du nicht. Diesen geilen Kerl postest, weil du diesen geilen Typen, diesen richtig mächtigen Drachen postest. Nur deswegen. Junge, wie was der sich das mit dem Stuss zusammenredet. Wurde er irgendwie mit einem Tollbuchsquer abgeschossen in der Zwischenzeit und ich hab's nicht gemerkt, oder? Bruder! Hast du auch nur ansatzweise Erfolg? So, das musste mal gesagt werden. Musste es nicht wirklich, aber du hast es trotzdem getan. Du schickst ja auch ungefragt Bilder, also äußerst doch ungefragt solche komische Sachen. Wollte ich ja nur mal sagen, ne? Also ganz ehrlich, wer auf YouTube oder TikTok oder Instagram oder sonst wo mich postet oder was von mir postet, der wird immer Klicks generieren. Immer. Weil es niemand geileren gibt als mich. Deswegen machen sogar Leute wie Iblali und Unge Videos über mich. Weil nein, Rainer, die sagen in den Videos, du sollst sie bitte in Ruhe lassen. Weil du Blödsinn über die erzählst. Du machst Videos über die und willst dich an denen hochziehen. Das ist das, was du uns vorwirfst. Wir geben es wenigstens zu. Ja, dass wir wegen dir bekannt sind. Das stimmt. Nein, aber hättest du nicht so einen Grind gegen Tanzverbot, gegen Iblabli und Unge und so weiter gefahren und gegen Gronkh, dann wärst du auch nichts. Das musste mal gesagt werden, finde ich. Weil ich so geil bin, ja. Selbst die sind nicht so geil wie ich. Alle von denen sind meiner Meinung nach tausendmal besser. Genau deswegen posten sie über mich. Deswegen posten sie mich in ihren Videos. Deswegen kommt Iblali her, macht den hier und hat meinen Namen und mein Logo auf seinen Arm tätowiert. Genau deswegen. Nur deswegen. Rainer, weißt du, was ein richtiges Tattoo ist? Und was ein Kugelschreiber oder Henna ist? Weißt du das? Danke dafür, Iblabli. Weil ich, mein Name oder meine Aussagen so geil sind. Deswegen hat dieser, wie heißt dieser Pseudo... Nein, warum haben denn dann die Hater-Kanäle mehr Aufrufe als du?
Du Mettler? Oder auch mehr Kanäle. Ich habe den Namen vergessen. Watchstick oder so ähnlich. Wild Thing, das weißt du ganz genau. Wie er jedes Mal so tut. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Aber ich habe den Namen vergessen. Jedes Mal. Weil für den großen Reini er nur auf alle anderen herunterschaut und die alle für ihn angeblich nicht wichtig sind. Ja, ich habe den Namen vergessen. Wie hieß er nochmal? Gronkh oder so? Ich weiß nicht mehr. Jedes Mal fährt er diese Nummer. Matchstick vermutlich, ja. Keine Ahnung, irgend so ein YouTuber auf YouTube, der so ein möchtegern geiler Pseudo-Metaler ist, ja, von wegen Blind Guardian und so weiter. Seine Mutter hat einmal Blind Guardian gesehen, deswegen ist sie Metal. Seine Mutter ist... Ich fand auch schön, ich glaube, es war Judas Priest, ich kenne mich jetzt wirklich nicht aus im Metal, das wisst ihr, ich bin kein Metalhead. Wie er sagt, er war auf dem Abschlusskonzert von der Band, die Rocksau halt eine Woche vorher noch auf Wacken gesehen hat, weißt du? Aber Rainer war vor Jahren schon auf dem Abschlusskonzert. Wie viele Abschlusskonzerte er damals noch hatte? Vermutlich mehr Metal als er, nur er weiß es nicht, weil er es nicht rafft. Aber genau. Oder du raffst es mit deinem Wunsch-IQ von 85 nicht. Ich glaube, der andere hieß Wild Thing, ne? Das ist es halt, was ich meine. Also das ist genau der Punkt, um den es geht. Ja? Seine Mutter ist mehr Metal als er, aber er labert von Metal, weil er keine Ahnung hat von Metal. Und... Rainer, du weißt nicht mal, dass Amon Amarth Techno ist. Das musst du dir Dorian auch erst erzählen. Dann merkt er hat keine Klicks, er hat keine Abos, er hat nichts. Also was macht er? Er quatscht über mich, dass ich so dumm bin. Ja. Ich meine, er wirft mir vor, dass ich ein kompletter Vollpfosten bin. Aber dieser Vollpfosten hat ungefähr 225.000 Abonnenten mehr als er gehabt. Reini, und wie viele hat er jetzt? Hier auf TikTok habe ich sogar noch mehr. Aber über mich sagen, dass ich ein Vollpfosten bin und keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Alter, das hat doch nichts damit zu tun. Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Nur weil du 200... Und wenn du 550.000 Abos hättest, heißt das trotzdem nicht, dass du kein Vollpfosten sein kannst. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ihr seid meine Masse. Schon immer gewesen. Ob Hater. Ich kann dir mal ein bisschen Masse von mir geben. Ob Zuschauer, ob Fans, ob Hater, ob sonst was. Ich bin der Geilste. Nicht Zuschauer, Schaulustige. Ich bin der Geilste und ich bleib der Geilste. Und das wird immer so sein. Und jetzt, wenn ich abnehme, werde ich sogar noch geiler. Das letzte Mal, als er abgenommen hat, hat er 30 Kilo zugenommen. Bin mal gespannt. Ja. Dann wird es ein Monster-Kill. Bruder, jetzt habe ich Gänsehaut vor Cringe. Ohne Spaß. Ich habe richtig Gänsehaut vor Cringe. Das war ekelhaft. Kein Wunder, dass du das witzig findest. Ohne Spaß. Eigentlich hätte ich das ja so machen müssen. Wartet mal. Eigentlich hättest du es gar nicht machen müssen. So. Jetzt habe ich die Gänsehaut sogar an den Beinen. Bruder. Heftig. Ja, das ist es halt genau, das, was ich meine. Ne? Egal, wie oft... Wie er das fühlt. Ne, er fühlt das gerade richtig. Oft werden die Leute mir auf den Zeiger gehen, egal wie oft sie mir einen aufs Maul hauen. Am Ende stehe ich trotzdem noch da. Stehen ist bei dir immer so eine Sache, Reini. Natürlich ist es ein harter Schlag in die Klöten gewesen. Oder in die Weichteile. Wir wollen ein bisschen humaner jetzt sprechen, langsam mal. Ich hab schon wieder humaner, du hast von jemand als Rektalausgang bezeichnet. Und willst jetzt nicht Klöten sagen. Ich bin zu viel Mist gelabert. Aber... Oh ja, das stimmt. Ganz ehrlich. Eigentlich ist es ja so, dass ich trotzdem immer noch... Alter, 299 Follower! Danke. Ich follow, so ein Geschenk jetzt, danke schon. Junge. Wie lange geht denn der Scheiß noch? Boah, ach du Kacke. Bruder, wir machen die Überstunden heute hier. Und das am heiligen Sonntag.
Es ist ja trotzdem immer noch so, dass ich immer noch da bin. Es hat den Hack. Wie oft erzählst du denn jetzt, dass du noch da bist, Rainer? Du erzählst einfach, ich lebe. Hä? Ich bin ein ganz krasser Typ, weil ich einfach lebe. Kannst du nicht ausdenken? Eltern nur bedingt was gebracht. Denn ihr müsst immer bedenken, kämpfen die Hater gegen mich? Kämpfen sie eigentlich gegen sich? Nö. Nö. Also wir sind zwar keine homogene Masse, aber wir sind uns alle recht einig im Ziel. Und das wurde letzten Mittwoch erreicht. Das erste. Ist in der menschlichen Natur nichts Ungewöhnliches, dass man gegen sich selbst in erster Linie kämpft. Deswegen gibt es ja so viele Spiele wie zum Beispiel Zelda, wo man gegen den Schattenlink kämpft, was in Wirklichkeit eigentlich nur die böse Variante von sich selbst ist. Rainer, wusstest du auch, dass Link deswegen Link heißt, weil du mit dem Spiel verlinkt bist durch ihn? Und es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Filme, in denen das immer wieder aufgegriffen wird. Oh, du musst deine böse Seite besiegen, sonst kommst du nicht hin und du wirst es niemals schaffen. Ja, aber deine böse Seite bleibt halt unbesiegt, ne? Pech gehabt. Aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wie oft. Es spielt keine Rolle, wie lange. Es spielt keine Rolle. Spielt es nicht, nicht im geringsten. Egal, wie oft man etwas macht. Wie er einfach sitzt und einen Monolog hält, dass er so toll ist. Kannst du nicht ausdenken. Ohne Spaß. Da kickt der Narzissmus gerade richtig hart rein. Aber richtig hart. Man muss seinen Weg gehen. Und wenn ich einen Tag verliere, dann muss ich eben zwei weitere gewinnen. Genau aus diesem Grund. Und aus keinem anderen. Weil alles andere... Mach die Bimmel aus! ...ist Nonsens. Alles andere ist Blödsinn. Man wird nichts anderes erreichen können, als dass man keine Chance damit hat. Ja. Er hat gerade gesagt, wenn ich einen Tag verliere, muss ich ja zwei Tage gewinnen. Das wird jetzt alles nichts ändern, außer dass man keine Chance hat, oder was? Junge, was der für... Nee. So unzusammenhängender Schwachsinn einfach. Schaut mein Leben an. Wie ist mein Leben verlaufen? Recht bescheiden, würde ich sagen. Ich bin in einer Sonderschule gewesen. Ich war in der Sonderschule einer der schlechtesten Schüler in der Klasse. Und das will was heißen, ne? Zehn. Und da bildet er sich was drauf ein. Ich war damals schon der Schlechteste. Dafür möchte er gefeiert werden. Bitte schmeiß mir die Barrende zu. Ich habe Hunderttausende von Followern. Ich habe Hunderttausende von Menschen, die mich verfolgen, Tag für Tag. Das Wort ist aber nicht so gern, ne? Übrigens haben wir schon über 5.281 Geschenke. Vielen, vielen lieben Dank. Junge, wie er wirklich... Ne, er hat ja am Anfang... hatte er da irgendwie das Ziel von 5.000 stehen. Das wurde erreicht. Also hat er im zweiten Stream einfach mal die Grenze auf 100.000 gesetzt. Weil er denkt, das schmeckt. Und er bettelt ja nicht, ne? Und er hat ja jetzt schon die gleichen Sprüche gebracht wie auf YouNow. Er hat ja gesagt, ja, wenn ihr, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen länger machen, aber ich bin müde, aber wenn ihr mir was schenkt, dann kann, also ihr könnt schon beeinflussen, wie lange ich streame. Heißt auf Deutsch, rein mit der Barrene. Sonst bin ich offline. Ihr seid die Besten. Sau cool. Vielen, vielen Dank. Und, ich meine, die 10.000 wären wahrscheinlich zu viel gewesen, aber jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 15 Minuten. Ich danke. Ja, wenigstens hast du schon mal eine Null weggenommen. Danke euch. Die 5.000 hätten wir heute halt schon überschritten, ne? Er bettelt ja nicht, ne? Guckt euch das Gesicht dabei an. Er bettelt nicht. Alles klar. Also. Oh, schon wieder 10 Geschenke. Dankeschön. Wie gesagt, es spielt keine Rolle, ja? Die könnten jetzt die 100.000 voll machen und trotzdem macht er nur die Pflichtstunde. Wie oft man aufs Maul kriegt, das kann sich jeder von euch merken, ja? Jetzt machen wir jetzt sind wir mit der Selbstbeweihräucherung durch. Wir haben... Ich bin gespannt. Die Philosophie hinter uns. Jetzt kommen wir mal... Ich habe noch gar keine gesehen. ...zu der Motivation, ja? Das ist Formation. So, jetzt bin ich der Mutti... Boah, war das cringe. Bruder. Ey, falls ihr gerade am Zocken seid, ich mach's nochmal kurz 5 Sekunden zurück. Schaut mal auf einen anderen Monitor. Seid ihr da? Let's go. Guckt euch das an.
Das ist Formation. So, jetzt bin ich. Bruder, ist das. Nee. Der Motivationsdach. Und das fühlt der. Das kannst du nicht ausdenken. Stimmt, der war so schlecht. Jetzt bin ich der Motivationsdrache, ja? Jetzt motiviere ich euch mal. Du bist hingefallen. Steh wieder auf. Nur. Junge, du willst Leuten sagen, wenn du hingefallen bist, steh auf? Was meinst du, die Leute bleiben liegen? Oder was redet der da bitte? Was redet der da? Nur wenn du liegen bleibst, bist du besiegt. Und genau das ist es nämlich. Ja? Wenn du liegen bleibst. Das sagt der Mensch, der nicht mehr ohne Hände aufstehen kann. Bleibst, bist du besiegt. Wenn du liegen bleibst und nicht aufstehst, hast du verloren. Hast du verloren und du darfst nicht liegen bleiben. Denn wenn du verloren hast, bedeutet das, dass die anderen gewonnen haben. So. Und willst du, dass diese Lutscher gewinnen? Du kannst nicht hergehen und sagen, dass die gewinnen. Weil wenn die gewinnen, hast du verloren. Will der mich jetzt hier veräppeln, sag mal? Mal ganz im Ernst. Hä? Das willst du ja wohl nicht. Und warum duzt du mich schon wieder? Passt auf. Eine Nachricht im Stream kommt zu den Anti-Mobbing-Guys, die streamen auf YouTube. Ehre geht raus. Ihr müsst immer eine Sache im Hinterkopf behalten. Immer einmal mehr als es, ja. Wie er auf sein Auki-Dulitel guckt, das kannst du nicht ausdenken. Ah, ich hab den Loser so ein bisschen geschockt. Na, schaust du wieder zu, streamst du wieder, musst... Wir haben ihm Bescheid gesagt. Der hat dich nicht geschaut. Der schaut dich wegen uns. Der hat dich gar nicht mitbekommen. Ah, Junge. Kannst du nicht ausdenken. Musst du wieder an mir deine Ungeilheit aufgeilen? Ein kleiner Lusilein. Du beweist mir diesem Stream. Mein kleines Lusilein. Wieder nur, dass ich geiler bin als du. Wärst du nämlich geiler als ich, dann würdest du jetzt streamen, hättest mehr Follower als ich. Hättest mehr Abonnenten als ich. Hättest mehr... Nein, er hat sogar mehr Kanäle als du. Zuschauer als ich. Ja? Hank Loser. Du wirst mich nie besiegen. Du wirst mich nie angehen können. Danke für die 170 Geschenke. Ja, Hank Loser. Wie viele Geschenke hast denn du bekommen? Ja? Ich hab... Hank, ich schick dir was zum Geburtstag. Aus Prinzip jetzt. Ich hab heute 5.494 Geschenke bekommen von 10.000. Hm? Wie viel hast du gekriegt? Keins? Es tut mir aber leid. Ganz ehrlich. YouTube hin, YouTube her. Ich schick ihm einfach zwei Geschenke. Immer ein Geschenk mehr als der Geburtstag. Es spielt keine Rolle. Ob ich auf Juno streame oder auf Twitch, auf TikTok oder auf Instagram. Ich hab... Immer. Wisst ihr noch, was er vorhin über Poser erzählt hat? Hm? Nichtigkeiten. Und damit flexen. 5.722 Geschenke und nicht mal 30 Euro. Das sind Pfennigbeträge. Manche würden, also böse Zungen würden sogar behaupten, es wären Schillingbeträge. Und damit postet er jetzt. Mit Nichtigkeiten. Wisst ihr noch, was er vorhin, wohin die Definition von Poser war? Richtig. Mehr als ihr. Und wenn ihr mal zwei Zuschauer mehr habt als ich, na und? Ich hab doch... Zwei? Junge, Ranger und Inge haben beide mehr Zuschauer als du. Und zu was? Zu Recht. Trotzdem mehr Abonnenten. Ich hab trotzdem mehr Follower. Ja, aber mach dir da mal Gedanken drüber. Du hast mehr Abonnenten und Follower, aber trotzdem nicht mehr Zuschauer. Woran wird das wohl liegen? Ich habe trotzdem mehr Menschen, die mich verfolgen. Denn du musst immer... Ja, vor allem, wenn du mit dem Ranger unterwegs bist und das hat dir gar nicht geschmeckt. Verfolgen das Bedenken, mein kleiner Lucy. Ja? Und Spaß, Lucy finde ich gut. Das behalte ich bei einfach. Das mag ich. Hast du 5000 Zuschauer und ich 1000 Zuschauer, habe ich 6000 Zuschauer. Nein, Rainer, wenn du 6000 Zuschauer hättest, dann hättest du 6000 Zuschauer. Die schauen aber bei Hank, weil Hank einfach unterhaltsam ist. Weil der diesen Blödsinn, den du da machst, aufwertet. Deswegen schauen die bei Hank und nicht bei dir.
Das ist nämlich genau der Punkt, ja. Ich bekomme gerade 10 Geschenke. Bekommst du Posen mit Nichtigkeiten? Bing! Grüße gehen raus an hier, Gamesünden. Hart, aber halbtrocken. Richtig cooler Dude. 50 Geschenke sind es trotzdem eigentlich meine Geschenke. Das heißt, ich hätte 60. Warte, 50, ich 10, ja, 60. Hat er gerade... Ach, komm, ist mir egal. Lass es uns hinter uns bringen. Ich habe eine IQ von 85. Du hast... Hättest du gern... einen größeren IQ, oder? Wie hoch? Sehr wahrscheinlich, dass Hank einen höheren IQ hat als er, ja. Da würde ich jede Wette eingehen. Wie hoch ist dein IQ? 100? Oh. Du bist einem Typen unterlegen, der einen IQ von 85 hat. Schön, oder? Wisst ihr, jetzt mal im Ernst, ja? Das war alles kein Ernst, da bin ich aber froh. Jetzt kommt also erst, okay. Dann wird es jetzt ernst. Leute, es wird ernst, bitte aufpassen jetzt. Das wird abgefragt im Test. Nervt dir gerade das Kabel. Jetzt mal im Ernst. Du nervst ja auch die Kabel. Und mich. Ernst, Losilein, ja? Du hast eine Kuh von 85. Du hast eine Kuh von über 100, ja? Jetzt bin ich ja schon wieder spiegelt. Du hast eine IQ von 85. Ich habe eine IQ von 85. Vermutlich raffe ich das nicht, weil meine IQ so niedrig ist. Vermutlich richtig. Aber ist das nicht peinlich? Wieso sollte es ihm peinlich sein, wenn er mehr zuschaut als du? Merkst du überhaupt, was für eine Buffelkacke du da redest? Das kriegt er gar nicht mit, ne? Also ich weiß, mir wäre peinlich, wenn mich jemand vorführen würde, der einen geringeren IQ hat als ich. Rainer, du hast ihn aber nicht vorgeführt und wirst es niemals tun. Und Hank führt ihn jeden Stream vor. Und Rainer meint, er hat gewonnen. Kannst du nicht ausdenken. Mir wäre auch peinlich, hätte ich... Rainer, mir wäre es peinlich, am Todestag meines Vaters mir ein Video hochzuladen, wo ich mir etwas rektal einführe. Das wäre mir peinlich und das wäre deinem Vater peinlich. Junge, der hat rotiert, da hättest du ganz Schauerbech mit Strom versorgen können. Keine Ahnung. Hätte ich weniger Follower als jemand, den ich eigentlich ja überlegen sein will. Kleiner Funfact, er möchte ja auch, hat er ja gerade gesagt, er ist ja geiler als alle, als Blali, Iblabli meine ich natürlich, als Unge und so weiter, die haben alle mehr Follower. Das sollte ihm peinlich sein, ne? Hat er ja gerade gesagt. Danke für die ganzen Sachen. Die ganzen Sachen. Er hat das Wort Geschenke vergessen. Ja. Also mir wäre das peinlich. Dann hoffe ich, es ist dir jetzt peinlich. Mir wäre es peinlich, in einem Livestream die ganze Zeit auf mein Handy zu gucken. Während die Leute Show erwarten. Das wäre mir peinlich. Okay, Mir war es peinlich, in einem Livestream eine E-Mail zu bekommen, dass mir die Kinnlade runterfallen würde und dann so zu tun, als wenn es mich nicht jucken würde. Das wäre mir peinlich. Zwei Sachen. Eine Sache. Mach die Bimmel aus. Angel streamt auch. Ja, natürlich. Liebe geht da auch raus. Ja. Der hat sich nicht nur, ja, den Namen meines Lieblingsautos gegeben, wobei ich eigentlich ja für den Raptor bin. Eigentlich gab es den Ranger auch schon länger, als du gepostet hast, dass du einen Ranger kaufen willst, Rainer. Vielleicht hast du dir einfach ein Auto gekauft, das heißt wie ein Hater-Kanal. Hast einfach nachgemacht. Und nicht den Ranger, weil ich ja auf höhere Qualität stehe. Ja, der Ranger gibt sich ja offensichtlich schon mit dem Zweitbesten zufrieden. Ich will ja das Beste haben, deswegen bin ich eigentlich eher ein Fan vom Raptor als vom Ranger. Also er gibt sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden und kauft sich dann den Zweitbesten. Okay. Nehmen wir einfach mal so, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Hier steht bei Rainer gerade im Chat, kannst du Julian grüßen. Und Rainer macht es wahrscheinlich nicht. Aber wisst ihr was? Ich grüße jetzt über den Julian. Liebe raus.
Aber auch der Ranger ist so ein Restreamer, der sich nur dadurch aufwertet, dass er möchte gern mehr Abonnenten hat als ich. Aber dabei ist der Witz, dass bei ihm niemand zuschauen würde, wenn er nicht mich restreamen würde. Nein, der Witz ist, dass sie lieber bei ihm zuschauen als bei dir. Das wäre mir peinlich, wenn ich du wäre. Der hätte keine Zuschauer. Oder vielleicht mal 5 Zuschauer. Aber der hätte niemanden. Der hätte keine Zuschauer, der hätte keine Likes, der hätte keine Klicks, der hätte keine Abonnenten, der hätte keine Follower, der hätte gar nichts. Gar nichts hätte der, wenn der nicht mich restreamen würde. So. Hat er nicht irgendwas gesagt vorhin mit genug Selbstbeweihräucherung oder so? War da nicht irgendwas? Also wirklich. Das nächste sind die Anti-Mobbing-Guys. Ja? Liebe und Ehre geht raus. Das sind auch so Möchtegern, ja? Nein, die sind sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Abgesehen davon, dass der, ich weiß nicht, wie der heißt, ja? Aber der eine von den Anti-Mobbing-Guys wollte mich umbringen. Hat er sogar in einem Livestream gesagt. Nein, hat er nicht gesagt. Rainer, das war wieder das Metaphorische, hast du wieder nicht verstanden. Mit deinem Wunsch-IQ von 85. Hast du das nicht geschnallt? Natürlich hat er das nicht gesagt und auch nicht so gemeint. Aber dafür bräuchte man wahrscheinlich ein IQ von über 85. Huh, freudscher Versprecher. Um das zu verstehen. Ja. Der war bei der Gerichtsverhandlung in Nürnberg dabei, wo ich vor Gericht stand. Nein, war er nicht. Er hatte einen Außenreporter. Wegen gefährlicher Körperverletzung, weil ich mich verteidigen musste vor meinem eigenen Haus, war der dabei. Und der hat in seinem Livestream gesagt, dass ich jetzt wie viel Haus er damals noch hätte? Frei bin und dass ich den Abend nicht überleben werde. Also der hat im Prinzip. Nein, das hat er nicht so gesagt. Hat er einfach nicht so gesagt. Im Prinzip mir mit dem Tod gedroht. Nein, auch das hat er nicht getan. Ich war live dabei. Ich habe den ganzen Tag bei Inge geschaut. Und das hat er nicht gesagt. Nicht so, wie du es hier darstellst. Der hat wortwörtlich im Livestream... Jetzt kommen gerade hier überall Anti-Mobbing-Guys, Herzchen und so weiter, Ranger mit Herzchen. Wie auch Anti-Mobbing-Guys und Ranger gerade mehr Liebe bekommen in Rainers Chat als er selbst. Und zu was? Zu Recht. Mir mit dem Tod gedroht. Und das musst du dir mal vorstellen. Er heißt Anti-Mobbing-Guy, ja? Genau. Weil er gegen Mobbing ist. Ist bei einem der ungerechtesten Situationen von ganz Deutschland in den letzten 10 Jahren oder 20. Junge, das macht mich jetzt gerade matt. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich mette gerade ein wenig. Bruder, es werden unschuldige Menschen. Lieber nicht, Arni, lieber nicht. Lass sein. Schluck's runter, mach einfach weiter. 20 Jahren dabei. Oder sogar vielleicht weltweit, vielleicht sogar der Zeit. Bruder, jetzt beiß ich gleich in die Tischplatte hier. Was Deutschland gibt, ist er bei einer der größten Ungerechtigkeiten dabei. Und anstatt wirklich gegen Mobbing etwas zu sagen und zu machen, ja, fängt er damit an, dass er selber andere mobbt und sogar sagt und sie sogar mit dem Tod bedroht. Er tut das nicht und hat ihm auch nie gedroht. Das ist einfach nicht wahr. Das müsst ihr euch mal in den Kopf setzen. Und er nennt sich an. Du müsstest dir mal in den Kopf setzen, Rainer, dass der gute Inge jetzt seinen Anwalt einschalten könnte und dich wegen übler Nachrede anzeigen könnte. Ja, und das ist in Deutschland keine Kleinigkeit. Rainer, du stehst unter Bewährung und du sollst da über deine Internetaktivitäten nachdenken. Und machst sowas? Schwierig. Ganz schwierig. Anti-Mobbing. Guy. Ja? Guy. I can hear you not. I can you not hear. Also er nennt sich Anti-Mobbing-Typ und ist trotzdem jemand, der mobbt. Ich meine, gut. Nein, das tut er nicht. Gut, das ist natürlich ironisch, klar. Aber es ist auch so gemeint, natürlich. Aber wie jämmerlich kann man sein?
Wie? Guck doch mal in den Spiegel! Wie jämmerlich kann man es sein, wenn man sich an jemanden hochzieht, der besser ist als man selbst und dann trotzdem noch am Ablosen ist? Merkst du überhaupt, was du da redest? Ey, mir kommt alles hoch, ehrlich. Ich werde mir in den Kopf gehen. So. Und etwas, was ich auf YouTube machen wollte, das habe ich aber nicht mehr geschafft, weil ich ja jetzt aktuell nichts machen kann auf YouTube. Was ich aber schon machen wollte, und wenn ich jetzt schon dabei bin, weil ich jetzt eh über das ganze Thema rede und ich das nicht in jedem Stream machen möchte, werde ich das jetzt gleich dazusetzen und werde noch einen draufsetzen. Ja. Es gibt einen Typen. Ich habe einen Namen. Es gibt sogar viele Typen. Jetzt sagt er wieder, er hat den Namen vergessen. Pass auf, ich hab den Anfang schon gehört jetzt gerade hier. Ja. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Er sagt immer, ich habe den Namen vergessen. Hier, Rampensau aus Hamburg. Ja, als wenn er es nicht genau wüsste. Aber er muss so tun, als ob er von oben herab redet. Ich habe den Namen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. So. Es gibt einen Typen. Ich habe den Namen vergessen. Stahl. Carsten Stahl? Junge, mit dem würde ich mich aber nicht anlegen, wenn ich du wäre. Ganz im Ernst. Der bricht sogar dich in der Mitte durch. Oder, warte, hieß der Carsten Stahl? Ja, er ist Carsten Stahl. Irgendwas mit Stahl hieß der, glaube ich. Das ist ein Typ, der setzt sich gegen Kindermissbrauch ein, der setzt sich gegen Mobbing ein, der setzt sich gegen lauter solche Ungerechtigkeiten und Scheiß ein, ja? Ja, und dann hat er sich ein paar Minuten mit dir beschäftigt, hat dich sofort durchschaut und hat dazu was gesagt. Grüße gehen raus an hier, Stahl sein Carsten. Weil er sagt über mich, er hat mit mir noch kein Wort geredet, er kennt mich nicht, er kennt nichts über mich. Ja? Aber das ist so ein richtig muskulöser, durchtrainierter Typ irgendwie. Mhm, dann bist du ein bisschen neidisch drauf, ne? Setzt sich so hin und sagt, der Drachenlord ist ein Hater. Der Drachenlord ist ein... Ist er ja auch. Also ich gebe Carsten Stahl recht. Der teilt meine Meinung in dem Fall. Mobber. Der Drachenlord ist jemand, der andere Leute mobbt. Ganz genau. So ist es. Weil du ständig provozierst und beleidigst. Ständig. Schaut mal mein Video, zählt mal, wie oft ich ihn beleidigt habe. Mit Schimpfwörtern oder so. Nicht einmal. Naja, aber bei Reini kommt das ständig. Aber er hält uns für die Bösewichte. Henk hat ihn noch niemals irgendwie als schlimmes Wort betitelt. Aber er ist der Böse, natürlich, klar. Ja, Schultern so breit, ja. Und geht her und erzählt, was andere Leute sind. Warum bin ich jemand, der andere mobbt? Weil ich mich verteidige gegen Menschen, die... Nein, Rainer, weil du provozierst. Weil du provozierst und beleidigst. Deswegen. Einfache Antwort. Einfache Frage, einfache Antwort. Die mir mein Leben seit 10 Jahren zur Hölle machen. Ich meine, der Typ hat sich wahrscheinlich wie lange mit mir beschäftigt? Eine Minute? Vielleicht eine 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Für einen intelligenten Menschen reicht das, um dich zu durchschauen. Und vermutlich nur Hater-Videos, nicht mal die eigenen. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Wie gesagt, Herr Stahl, falls Sie das hier sehen, Grüße gehen raus. Sorry, Alter, aber Karsti, ja? Und ja, ich nenne dich... Nennst ihn Karsti? So dicke seid ihr schon miteinander, ja? Rein Karsti hebt dich sogar hoch. Der kann dich einfach bodyslammen, wenn er möchte. Und du kannst nichts dagegen tun. Karsti, weil ich habe keine Angst vor dir. Weil dein... Ja, und du merkst aber gerade, wie du ihn provozierst, oder? Und das ist genau das, was er meint. Du mobbst ihn gerade. Du wärst so gern auf der anderen Seite. Du wärst so gern auf der anderen Seite vom Zaun und würdest rütteln. Aber es geht nicht. Ja, ich kenne auch 20 Typen, die so aussehen und die schlimmer. Oh, 20 Taschenkumpel gleich auf einmal. 20 Schweizer Taschenkumpel, natürlich. Aussehen als du. Und nein, Rainer, kennst du nicht. Das glaube ich dir nicht. Es juckt mich immer noch nicht, weil ich die Fresse aufreiße, wenn mir was nicht passt. Ja? Du willst gegen Mobbing sein und mobbst jemanden, der meistgehatetste Mensch in Deutschland ist. Und zu was? Genau. Ein ganz großer. Kommt mir gleich eine Träne.
Rainer, du mobbst ihn gerade. Merkst du das? Merkst du, dass du da. Merkst du, was du da tust? Nee, ne? Warum erzähle ich das jetzt hier auf TikTok? Weil du auf YouTube nichts mehr erzählen kannst. Weil auf TikTok ist er. Ich glaube, er ist nicht auf TikTok. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit dem Typen überhaupt nichts zu tun. Das Geile ist, ich habe. Reini, du hast ihm gerade das Gleiche vorgeworfen. Warum erwähnst du ihn, wenn du dich mit ihm nicht beschäftigt hast? Genau das Gleiche hast du gerade ihm vorgeworfen. Merkt er das denn nicht? Kriegt er das nicht mit? Ist er wirklich so zurückgeblieben, dass er das nicht merkt? Er hat ihm gerade vorgeworfen, der hat sich mit mir nicht beschäftigt. Und hat dann was über mich gesagt. So, und jetzt sagt er was über ihn und hat sich mit ihm auch nicht beschäftigt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Sogar sehr, sehr lange, habe ich eigentlich sogar gedacht, dass der Typ eigentlich ganz cool ist. Ich habe von dem nichts mitgekriegt. Ich kenne das nur am Rande. Ja, so ganz. Er kennt den nicht, hat aber lange gedacht, dass er cool ist. Merkst du was? Ja, ich kenne es nur am Rande. Aber wenn sich jemand gegen Mobbing einsetzen will, dann kann man... Dann muss er erstmal bei Reini anfangen. Sonst darf der das nicht. Nicht hergehen und sagen, ja, nein, das geht nicht. Dann sage ich, ja. Das geht nicht, dass ich sage, nein. Reini erklärt gerade Carsten Stahl seinen Beruf. Stark. Ganz stark. Pff. Das geht nicht. Entweder ich bin gegen Mobbing oder ich bin nicht gegen Mobbing. Und er ist gegen Mobbing. Er erkennt aber auch, wer mobbt. Ne? Du zum Beispiel. Das hast du gerade eben mit ihm gemacht. Ich kann jetzt sagen... Und du hast das übrigens kurz vorher mit Hank Loose gemacht. Just saying. Ich bin gegen Mobbing, weil ich den Typen da mag und den nicht mag und den da mag und den nicht mag. Das geht nicht. Doch, Reini, das geht. Merkst du ja gerade. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich glaube, Carsten Stahl oder so hieß. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich sag mal was über ihn. Und der hat sich gar nicht mit mir beschäftigt. Zwinker, zwinker. Aber ganz im Ernst, das funktioniert nicht. So kann man das nicht machen. Das funktioniert nicht. Entweder ich bin es oder ich bin es nicht. Es gibt keinen Mittel. Und du bist es nicht. Meiner Meinung nach. Mittelweg dazwischen. Weil. Das ist das Geile beim Mobbing. Was hast du gerade gesagt? Nochmal zurück. Weil. Das ist das Geile beim Mobbing. Junge! Willst du mich hier verdusseln, oder was? Wenn du sagst, ja, nein, und die Leute... Fühlst du den Joke jetzt so sehr, dass du ihn das dritte Mal bringst? Ehrlich jetzt. Leute, die du... Er ist einfach mitten im Gespräch abgestürzt. Festplatte ist einfach... Error. Einfach weg. Okay, jetzt habe ich einen Verstoß wegen Mobbing bekommen, weil ich meine... Dir nicht ausdenken. Es wird immer besser. Das ist ja wunderschön. Meinung äußere. Okay. Ja, ging meinem Bruder auch so. Cool. Ohne Spaß, wir laufen gerade Tränen übers Gesicht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Junge. Was ich die... Schreiber alles ausdenken. Wunderschön. Eine wunderschöne Staffel. Also die könnte Klasse haben.
Also ich darf jetzt nicht über Carsten Stahl reden, der über... Du darfst ihn nicht mobben, nein. Darfst du nicht. Und auch Henk darfst du nicht mobben, nein. ...über mich redet, weil ich mich lediglich dazu äußere, wie er sich mir gegenüber äußert. Okay. Okay, dann mache ich es jetzt erst recht. Das wäre so richtig Winkler-Rest jetzt einfach. Okay, dann mache ich es jetzt. Das ist ein interessanter Fakt. Ja, Fakt was? Sage ich jetzt nicht. Weil es letzten Endes wieder genau das verdeutlicht, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe. Nein, Rainer, das ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Dir wurde gerade genau das Gegenteil bewiesen von dem, was du die ganze Zeit gesagt hast. Ich äußere mich zu etwas, ja. Ich rage auch nicht voll rum, ja. Ich habe ein bisschen energischer geredet. Aber ich habe jetzt niemanden vollends beleidigt. Du hast beleidigt. Das reicht. Du musst die Leute ja nicht mit... Ach, ist egal. Ich habe einfach ganz normal gesagt, was ich denke, ja. Und das war nicht so clever. Merkst du was? Und trotzdem kriege ich eine Verwarnungsmeldung wegen Mobbing und Belästigung? Ja. Und deswegen sagt Carsten Stahl, dass du ein Mobber bist. Und dann sagst du, aber das stimmt ja gar nicht. Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich bin Mobber. Das bestätigt ja, dass ich keiner bin. So kannst du dir nicht ausdenken. Was er sich da zusammentextet, zusammenreimt, das geht ja auf keine Kuhhaut, Bruder. Das ist auf TikTok übrigens sehr interessant. Ich habe auf TikTok bereits einen Verstoß gemeldet bekommen. Ja, das wird. Ich habe sogar die Nachricht gesehen. Momentan untersucht. Ich habe das in einem Stream, nicht in einem Stream, in einem Video. Mein zweites Video. Ich habe ja zwei Videos hochgeladen. Eins von zwei und zwei von zwei. Und ich habe zwei Videos hochgeladen. Eins von zwei und zwei von zwei. Wunderschön. Eins von zwei ist gemeldet worden wegen Nacktheit. Da ist überhaupt keine Nacktszene dabei. Du hast dein nacktes Gesicht gezeigt. Ich glaube, man sieht Nacktheit bei mir nicht einmal mehr als die Hand. Ja, also man sieht nicht mehr die Arme. Und ich habe einen Verstoß wegen Nacktheit bekommen. Dabei hat er so viel Arme. Das wird im Moment noch geprüft. Und wie viele Beine er damals noch hatte? Irgendwie ist das traurig. Aber das ist eigentlich das und das möchte ich hier jetzt nochmal nutzen als Chance, bevor wir... Übrigens wurde es nicht wegen Nacktheit gemeldet. Ich habe diese Meldung bekommen. Ich durfte sie durchlesen. Und es wurde nicht wegen Nacktheit gemeldet, sondern wegen hasserfülltem Verhalten. Nicht das, was er sagt. Er lügt den Leuten wieder frech ins Gesicht. Ich habe diese Nachricht gesehen. Wir sind Stream beenden, weil wir sind jetzt bei 58. Das Stream ist jetzt eh gleich zu Ende, in einer Stunde wollten wir vorhin machen. Das wollte ich jetzt noch nutzen als Chance kurz, um das zu sagen, bevor das... Rainer, du kannst ruhig ein bisschen länger machen. Nur weil du dir eine Stunde gesetzt hast, heißt das nicht, dass du eine Stunde nur machen darfst. Stream vielleicht sogar noch weg ist, weil ich meine Meinung äußere. Oder kriegst du Ärger mit deinem Chef? Lulz! Ja, weil Meinungsfreiheit ist in Deutschland ja nicht gern gesehen, offensichtlich. Scheint so. Deswegen meldest du ja auch die ganzen Wolle-Hate-Kanäle. Wirklich? Was ich sagen wollte ist, Hat er vergessen. Hätte jedes Mal mundtot gemacht. Junge, was der redet. Ja, und Puls von 186, Bruder, ehrlich. Ich versuche nur meine Meinung zu äußern, ich versuche nur mein Leben zu leben, ja. Und wen interessiert's? Ja, was sollte meinen bei dem Mobbing und den Rechtsverstößen, die gegen mich gemacht werden? In den letzten 10 Jahren wurde ich angegriffen, körperlich. Ich wurde mit mehrfachen Waffen bedroht. Meist ist Reini mit den Waffen rausgekommen, also mit Stöcken und so weiter. Und übrigens, ist das hier übel Nachrede alles? Herr Solmicke, bitte äußern Sie sich. Dankeschön. Liebe und Grüße gehen raus. Wurde in so vielen Arten und Weisen bedroht und angegriffen und verletzt und beschädigt und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ich wurde beschädigt. Ohne
dass der Staat etwas unternommen hätte. Ja? Ich meine, die Hater organisieren sich seit 10 Jahren. Ja? Die planen auf Webseiten und Plattformen. Seit 8, 9, 9,5, 10, 11. Vorhin planen die, dass die zu mir kommen. Und ja, die Polizei hat da schon Sachen unternommen. 20.8. zum Beispiel, Gott sei Dank. Und in diesem extremen Maß haben sie es nie wieder gemacht nach dem einen Mal. Aber auch die kleinen Veranstaltungen, die sie planen, das ist organisiertes Verbrechen. Nein, Rainer, es ist kein organisiertes Verbrechen, wenn man sich ja mit 3 Leuten auf die Straße stellt. Du redest einen Humbug, das kannst dir nur du ausdenken, wirklich. Ja, die planen, wir gehen zum Drachenlord und wir beschädigen da irgendwas. Nein, das planen die nicht. Ja. Wenn ich ein Polizist wäre, bin ich... Dann wäre ich schon früher ausgewandert, wenn du Polizist werden würdest. Natürlich nicht. Dann würde ich die verhaften, die bei mir vor der Haustür standen. Ja. Du würdest einfach Passanten auf der Straße verhaften und deswegen bist du kein Polizist. Und zwar jedes Mal, wenn da Leute kommen. Und zwar einfach nur aufgrund von Verdacht von geplanten Verbrechen. Was redet ihr da? Was redet ihr denn da? Von geplanter Sachverschädigung, von geplanten Hausfrieden. Geplante Sachverschädigung. Da sehe ich mich drin. Bruch von Bela. Und da würde ich die nächsten 100, 200 Menschen hätte ich alle verhaftet. Nur aufgrund des Verdachtes. Handy konfisziert oder zumindest... Rate mal, bei wem das Handy wirklich konfisziert wurde und der Rechner. Ich gebe euch einen Tipp. Ihm. Es ist das Handy konfisziert und dann auf dem Handy geprüft, ob es irgendwelche Daten gibt, dass die sich abgesprochen haben. Du kannst nicht einfach Leuten ihr Handy wegnehmen, weil sie irgendwo herlaufen. Da bist du eigentlich irgendwie... Bist du irgendwie hingefallen oder so vor kurzem nochmal, dass es schlimmer geworden ist oder was? Junge. ...gesprochen hatten im Vorfeld, ja? Weil da standen teilweise 50 Leute vor meiner Haustür. Die wurden einfach weggeschickt. Alle aufgeschrieben und weggeschickt. Der Staat hat nichts gemacht. Es wurden alle aufgeschrieben und weggeschickt. Aber wir haben nichts gemacht. Kannst du nicht ausdenken. Ich hätte alle verhaftet, lebenslang. Junge, was der für ein Stuss redet. Bruder, das kann man sich echt nicht geben gerade. Ich hätte zumindest die Handys konfisziert, wenn ich die auch nicht verhaftet hätte. Einfach nur deswegen, weil die das alle geplant haben. Und Rainer, du kannst nicht einfach irgendwem auf das Handy wegnehmen. Das läuft so nicht. Man kann Leuten wie dir, denen konnte man das Handy und den Computer wegnehmen. Aber das kannst du deswegen nicht mit jedem anderen Menschen machen auf diesem Planeten. Merkst du es denn nicht mehr? Bruder! Eine geplante Straftat ist nochmal eine andere Sache als eine Straftat, die man nicht plant. Im allerwenigsten Fall, ja, hätte ich das bei den Menschen gemacht, die auch wirklich was getan haben, wie zum Beispiel Hausfriedensbruch oder Körper... Rainer, wenn jemand Hausfriedensbruch begeht, muss er vor Gericht. Völlig in Ordnung. Aber du kannst nicht einfach auf Verdacht irgendwelchen Leuten das Handy wegnehmen, was... Ach. Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Zumindest allerwenigstens bei denen hätte ich das gemacht. Weil der Verdacht auf eine Straftat hier, oder auf eine geplante, der Verdacht auf eine geplante Straftat hier sehr, sehr hoch ist. Spätestens nach ein paar Jahren, geschweige denn nach 10 Jahren. Hättest du deine Ruhe gehabt, hättest du weiter im Internet provozieren können. Das willst du jetzt damit sagen. Man möchte bitte allen Leuten die Redefreiheit wegnehmen, aber dir nicht. Das ist so zusammengefasst, was er gerade gesagt hat, oder? Bruder. Ich weiß, ich sitze jetzt wieder hier und es heißt wieder mi. Exacto mundo. Drachenlord heult wieder rum. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, es ist eine Tatsache. Warum duzt du mich denn schon wieder? Es ist ja nicht so, dass ich über irgendwas rumheule. Ja, abziehen auf Afrika. Doch. Das gerne drum heulen. Dass ich davon. Es ist ja nicht eine Tatsache, dass ich hier von etwas Nichtigem rumheule. Es ist ja eine Tatsache, über was ich hier rede. Das ist ja. Nein, nur in deiner kleinen Welt. Ja, wirklich passiert. Alles davon ist wirklich passiert. Das wurde ja auch bei der psychologischen Begutachtung angesprochen. Dass ich ja nicht irgendwie Hallus schiebe oder so, oder ja irgendwie in einer Fantasiewelt lebe, sondern es sind ja real passierende Dinge.
Nein. Nein. Du hast gerade eben über Inge gelogen. Das ist niemals real so passiert, wie du das erzählt hast. Die Sachen, die ich schon erlebt habe, die denken andere Leute, dass nur im Film passieren. Ja, als Rainer aus brennenden Hochhäusern gesprungen ist und so weiter. Junge, Junge, Junge. Und trotzdem wird nichts dagegen unternommen. Ja? Ja, es gibt ein paar Hater, die im Knast gelandet sind oder die halt Strafen bekommen haben. Die gibt es. Aber von diesen Hunderttausenden, die mich innerhalb der letzten 10 Jahre besucht haben, sind das vielleicht 100, vielleicht 200. Ja, weil es auch nur so wenige Leute gab, die da wirklich Scheiße gebaut haben, Rainer. Der Rest ist da einfach hingegangen, hat sich auf die Straße gestellt. So, da kannst du mal nichts gegen tun. Das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. In der Wüste, unter Wasser, den es gar nicht gibt. Lulz. Geschweige denn die Leute, die mich die letzten 10 Jahre immer wieder verfolgen, im realen Leben mir nachfahren, mich belästigen, dafür sorgen, dass ich nirgendwo hin kann, dann die ganzen Menschen in meinem Umfeld belästigen, die Menschen, die irgendwelche Straftaten begehen, die ganzen Leute, die von Pizzerien, ja, bei Pizzerien angerufen haben und dann auch noch diesen Firmen geschädigt haben. Die Firmen. Ja, das finde ich auch nicht gut. Geschädigt haben. Die Firma, wo mein Auto untergestellt war in Werne, die... Untergestellt, Du meinst abgeschleppt worden. Firma, die ganzen Pizzerien und Döner... Ja, Pizzerien scheinen sehr wichtig zu sein, hä? Läden und alles im Umkreis davon. Es ist nichts dagegen unternommen worden. Zumindest nichts, was wirklich auch Relevanz hatte. Weil wenn es Relevanz gehabt hätte, wäre es im Internet verbreitet worden. Wurde es aber nicht. Die Leute sind alle ungestraft davongekommen. Oder zum größten Teil. Weil sie auch nichts Schlimmes gemacht haben. Da braucht man sich nicht wundern, dass die Leute das immer wieder wiederholen. So, jetzt habt ihr mal wieder einen Rage. Nee, weil wie nennen die Hater das? Ein Heulstream. Ja? Habt ihr einen Heulstream bekommen? Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Vielleicht auf Unbesiegt Ewig oder so? Also. Ich wollte gerade sagen, das Video ist nicht pausiert. So, wir sehen uns im nächsten Livestream, im nächsten Video, im nächsten... Also komm zum Punkt und hau ab. Auch immer. Vielleicht auf YouTube, vielleicht auf TikTok, vielleicht auf Twitch, vielleicht auch nur in meinem Blog. Ja. Vielleicht nur ganz kurz auf Twitch. Blog müsste auf meinem Kanal verlinkt sein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Kann natürlich jetzt sein, dass wenn ich den Stream beende, nicht wieder zurückkommen kann, weil ich gerade eine Verwarnung bekommen habe wegen Mobbing, weil ich mich lediglich zu einem Thema geäußert habe. Also, die meisten haben sich auch nur zu einem Thema geäußert. Die meisten, die du als böse Mobber beschimpfst. Ich meine, dieser Carsten Stahl-Typ hat ja wirklich auch über mich geredet. Ja, und du über ihn. Nicht gut. Ich mach sowas nicht bei ihm, aber... Rainer, du hast es gerade gemacht! Was willst du uns jetzt erzählen? Du bist gerade damit fertig geworden und sagst dann, du redest nicht über ihn. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, bei mir offensichtlich. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und euer Drache. Tschüss. Und danke für die Unterstützung. Oh, das wurde fast vergessen. Wie er auch wirklich glaubt, dass er Nixon ist, ne? Wie er sich ja mit den Victory-Zeichen immer hinstellt. Ja gut, Leute, wir haben es geschafft. Knapp 2 Stunden. Ich hatte schon mit sowas gerechnet. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich mir das nicht alleine anschauen musste. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, ne? Sehen wir uns wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Schmeißt, wie gesagt, beim guten Furchi, beim guten Wongel und so weiter, schmeißt mal ein Abo raus. Liebe an euch. Und hier, Michi Medloff.